Radio Boki Toki Toki Toki, Radio Boki Toki Toki Toki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 4. Dezember 2017, pünktlich 20 Uhr. Starten wir heute wieder in unseren interaktiven Redesprachportal der Talk von Mensch zu Mensch, so Live-Sendung. Heute zu Gast ist Dr. Johann Leubner und da heißt das Thema heute gesund durch den Winter. Ja, der Umgang mit Erkältungskrankheiten wie eine Angina oder eine Mittelohrentzündung wird heute ein Teil dieser Sendung sein. Es geht um eine Vermeidung, gerade jetzt in der Winterschnupfenzeit, wo viele Menschen anfällig sind, ist man auch oft am Überlegen, wollen wir impfen, wollen wir nicht impfen. Einige Ärzte empfehlen das. Muss man das? Es geht heute um, wie gesagt, die Schnupfizeit und was kann man tun, was soll man tun. Am liebsten möchte keiner irgendwo so die Nase voll haben oder den Husten, sei es einen trockenen Husten oder sonstiges, Kopfweh haben, Fiebererkrankungen und so weiter. Ja, ich sag mal einen wunderschönen guten Abend, Dr. Johann Leubner. Heute, vor ungefähr 4-5 Wochen war er ja noch bei uns gewesen. Begrüße ich ihn heute wieder, kurz vor Weihnachten, darf man ja schon sagen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Leubner. Schönen guten Abend, ich freue mich, über das wichtigste Thema des Winters beinahe zu sprechen, über Erkältungskrankheiten, denn die gehören zum Winter dazu, gehören zur Kälte dazu. Daher kommt ja auch das Wort Erkältungskrankheiten. Sie sind deswegen so wichtig, darüber zu sprechen, weil das die Eintrittspforte ist für chemische Medikamente, die Eintrittspforte für fiebersenkende Mittel, die allesamt gar nicht so harmlos sind, wie wir glauben. Da gibt es ehrlich Tote durch den Einsatz dieser Medikamente und dann schließlich der Einsatz von Antibiotika, der die Erkältungskrankheiten und ihre Symptome nur teilweise beeinflusst, aber nicht zur Heilung führt, maximal für kurze Zeit unterdrücken kann. Und zum Dritten, deswegen, das ist ganz wichtig, weil die Erkältungskrankheiten in Wirklichkeit die häufigste Krankheit, also die jedes Menschen praktisch überhaupt ist und uns durch den ganzen Winter begleitet. Und dieses Thema möchte ich Anlass nehmen, das von Anfang an bis zum Schluss durchzugehen, das Verständnis, was heißt Erkältungskrankheit, wie verläuft sie, was rechnen wir alles zu Erkältungskrankheiten, was gehört da alles dazu, warum soll sich der Laie mit Homöopathie und mit Kneipp und Vorbeugung beschäftigen, warum soll er wissen, wie Erkältungskrankheiten entstehen, und das ist ein ganz enorm wichtiges Thema, ja, und ich hoffe, dass wir diesen Abend auch entsprechend auch Anfragen haben, um das weiter auszuführen und zu erläutern. Ja. Erstmal schön, dass wir schon mal eine Einleitung so bekommen, Herr Dr. Leubner. Wir haben in der Co-Moderation heute auch noch CryptoTV, den Roman, bei uns heute. Ich möchte nochmal hinweisen, dass unser Telefon, unser Festnetztelefon auch freigeschaltet worden ist. Das ist die österreichische Festnetztelefonnummer 0720 518 197, auch auf der okitalk.com-Seite unter Sendeplan live on air ersichtlich. Und der Chat ist natürlich auch geöffnet für euch. Da könnt ihr auch Fragen, Anregungen schreiben, so dass wir dann eure Anregungen hier zu dem Dr. Leubner hier dann auch weiterleiten. Und jetzt sage ich nochmal ein Hallo nach Salzburg hin. Heute Roman bei uns mit dabei. Schön, dass du da bist, Roman. Ja, hallo Hans und hallo Herr Leubner. Schön, in der Gesprächsrunde heute mitwirken zu dürfen und vor allem mit dem Herrn Leubner wieder mal sehr interessante Themen erfahren, vor allem diskutieren und vor allem erfahren zu dürfen. Ja, wunderbar. Natürlich ist es natürlich wie alles in der Medizin und es gehört zu unserem Leben und die Krankheit gehört dazu, immer für jeden interessant. Und nachdem ich durch 40 Jahre Arzt war in der freien Praxis und mich natürlich gerade mit den akuten Krankheiten sowohl von der homöopathischen Seite her, aber auch von der Kneippmedizin her ausführlich beschäftigt habe, kann ich also heute sicher vielen Zuhörern etwas weitergeben und damit sie also diesem Phänomen der Erkältungskrankheiten für diesen Winter zumindest schon einmal geschützt sind und einen gesunden Winter haben.
Ja, das Schöne ist ja, dass Sie eben ein großes Grundwissen sich angeeignet haben, eben nicht nur sich über Impfen informieren, das große gesamte Spektrum der Pharma und auch Gesundheitswesen sich angeschaut haben. Und da werden wir jetzt sicher sehr viel herauskristallisieren können. Ja, Johann, es ist ja so, dass, wie gesagt, Einleitung war ja schon, die Nase voll, wünscht sich keiner. Was passiert überhaupt in einem Körper, so sage ich jetzt mal, wenn jemand plötzlich einen Schnupfen bekommt? Was passiert, was löst das überhaupt aus und wie entsteht so eine Krankheit? Haben Sie Bitte da da kurz kurz ein ein Statement? Statement. Ja, damit sind wir jetzt beim wichtigsten Punkt, das auslösende Ereignis. Die heutige Medizin tut so, als wäre aus dem Nichts, völlig aus heiterem Himmel, aus wunderbaren Sonnenscheinwetter, plötzlich kommt ein Bakterium und macht uns eine eitrige Angina oder macht uns einen Keuchhusten und klammert total alles aus, was zur Erkrankung, zur akuten Krankheit führt. Alle Erkältungskrankheiten sind zunächst einmal akute Erkrankungen. Zunächst mal akut heißt, gestern war ich noch gesund, am Abend spüre ich irgendwas und am nächsten Tag habe ich entweder eitrige Angina oder ich habe Ohrenweh oder ich habe eine Blasenentzündung. Also das sind alles Erkältungskrankheiten. Nun gehen wir systematisch einmal durch. Die Erkältung selbst ist ein physikalischer Vorgang. Das ist die sogenannte Unterkühlung. Das ist ein reiner physikalischer Vorgang. Das bedeutet noch nicht, dass ich jetzt eine Erkältung habe, sondern die Krankheit auf die Unterkühlung, die Antwort auf die Unterkühlung, die Reaktion auf die Unterkühlung, die nennen wir Erkältungskrankheiten. Und da, bitte, das möchte ich also jetzt ganz besonders einmal aufzählen, da gehört alles dazu. Vom Stirnhöhlenkatarrh, von der Mittelohrentzündung, vom Nasenkatarrh, ob der eitrig ist oder wässrig oder nur trocken. Und dann die Halsentzündung, ob das Virus genannt wird, viral oder bakteriell. Und dann weiter mit Bronchitis, wo wir Husten dazu sagen, die Lungenentzündung. Und alle diese Erkrankungen, die wir da haben, zunächst einmal und noch einige andere, vielleicht kommen wir auch darauf hin, aber erst einmal nehmen wir die sogenannten katarrhalischen. Das heißt, Katarrh heißt ja, es rinnt von der Nase oder vom Rachen oder von den Bronchien, kommt was herauf, was abzusondern ist. Ja. Die Unterkühlung führt dazu, dass entweder die Schleimhäute der Nase oder die Schleimhäute der Bronchien oder der Luftröhre oder des Rachens unterkühlt worden sind und dabei gehen dann einige Tausende, Hunderttausende Schleimhautzellen zugrunde und die müssen abgesondert werden. Die ideale Reaktion auf eine Unterkühlung, die beste ist, dass der Körper einfach damit fertig wird. Und das kennen wir so viele Menschen, die gehen durch den Winter, kennen weder eine Grippe noch eine Angina, die kennen überhaupt nicht die beste Möglichkeit. Das sind jene Menschen, die von Natur aus gesund sind, die in keiner Weise kränklich sind, die eine sehr gute Lebensweise haben. Es gibt sogar manche, die leben gar keine gesund und trotzdem sind sie gesund. Aber die meisten tun was dafür. Sie ernähren sich richtig, sie gehen jeden Tag in die frische Luft, sie überhitzen sich nicht, sie achten darauf, dass sie die Badegewohnheiten in der kalten Jahreszeit ändern, zum Beispiel eben nie am Abend baden, nie am Abend Kopf waschen, nie am Abend lang heiß duschen. Also alle diese Regeln. Und die kommen dann durch den ganzen Winter durch ohne. Und wenn es aber dennoch, und das passiert praktisch jedem von uns, und den ganzen Winter hindurch sind wir einmal mehr oder weniger gesund oder krank, ja? Und da gehört dann, und das ist dann, was wir die Erkältungskrankheit selbst nennen. Und die Reaktion, ob das jetzt eitrig aus der Nase rinnt oder wässrig noch einmal, oder ob es im Hals kratzt oder im wehtut, oder ob die Halsdrüsen geschwollen sind, ob wir eine Angina erleben, eitrig oder nicht eitrig. Also das alles ist die Reaktion. Die Erkältungskrankheit ist die Antwort auf die Unterkühlung. Also man geht nicht zum Arzt und sagt, Sie haben eine Erkältung. Nein, die Erkältung, das müssen wir lernen. Das ist eben in der kalten Jahreszeit. Es ist verwunderlich, dass die Grippe der Höhepunkt seit Hunderten von Jahren immer Mitte Jänner bis Ende Februar ist. Das aber getan wird, als ob das plötzlich etwas Überraschendes wäre. Als ob plötzlich die Viren in großen Scharen aus den Wolken heruntergeflogen kommen und uns plötzlich krank machen und anstecken, ja?
Es ist eigenartig, dass immer wieder hören wir das und dann hören wir, und die Grippe hat ihren Höhepunkt erreicht. Und jetzt sind schon Ende Jänner, Anfang Februar, sind schon einige Schulen gesperrt und jetzt sind schon jeder Dritte in einem Unternehmen, hat also schon die Grippe. Jedes Mal erzählen sie das und sind ganz überrascht. Dabei müssen wir lernen, wenn eine Unterkühlung erfolgt und ich bin nicht bei bester Gesundheit, dann kommt es eben zu einer dieser zahlreichen verschiedenen Erkältungskrankheiten. Die Pharmaindustrie macht da keine Erkältungskrankheit heraus, obwohl es bitte auf der Hand liegt. Ja? Der Name Influenza kommt ja eben, Influenza heißt ja unter dem Einfluss der Kälte, Influenza, die Fretto, also unter dem Einfluss der Kälte, dort kommt das Wort her. Aber das wird uns in den Medien und in der Ausbildung für die Ärzte völlig unterjubelt, also völlig, völlig verduscht, völlig verschwiegen, sondern du hast nur entweder dieses oder jenes Virus oder dieses oder jenes Bakterium. Das hat sich auf dich niedergelassen und jetzt hast du deswegen die Krankheit. Und es gibt nur entweder gegen das Fieber, ein Fiebersenker des Mittelindustrie, oder das Antibiotikum. Wir vergessen völlig. Jede dieser akuten Erkältungskrankheiten benötigt Bettruhe. Zumindest körperliche Schonung für einige Tage. Und erst dann die verschiedenen Heilmittel. Ob das jetzt eine Wasseranwendung ist nach Kneipp oder ob es ein homöopathisches Mittel ist oder die guten alten Hausmittel. Da gibt es ja Verschiedenes in der Tradition und jeder schwört auf seine Methode. Aber entscheidend ist bei akuten Erkältungskrankheiten, die körperliche Schonung, ja, und das, was wir Leute nicht gerne haben, denn wir haben Skikurs und wir haben Ferien angesagt oder wir haben einen Termin und da lassen wir uns täuschen durch die Antibiotika, durch die fiebersenkenden Mittel, dass das in Wirklichkeit das Problem ist und das erst die sogenannten Komplikationen macht. Noch einmal, die ideale Reaktion bei den kleinen Kindern, hohes Fieber, ein, zwei Tage und es ist alles wieder vorbei. Der Erwachsene kriegt eher schon die Katarrhe, das zweite Stadium, wo wir es abhusten, ja, oder ausscheiden durch die Nase. Und die weniger gute Reaktion ist einfach Schwäche, kann kein Fieber erzeugen und es zieht sich über Wochen, Monate hin. So, das ist einmal eine kurze Übersicht. Vielleicht gibt es jetzt dazu schon etliche Antworten oder Fragen oder Gedanken. Ja, also ich habe ja gelernt, gerade Schnupfenzeit, Winterzeit, es wird ja durch Tröpfcheninfektionen, das habe ich aus der Schulmedizin als Krankenpfleger gelernt. Jetzt sehe ich auch Menschen in Asien, ne, die sich auch vorschützen, schon vor Smog jetzt einmal mit einer Maske schützen, aber auch aufgrund der Vogelgrippe solche Dinge sind da schon passiert. Nutzt es denn überhaupt, soll ich eine Maske aufsetzen? Und besser gesagt, fragen wir erstmal die erste Frage. Ist eine Tröpfcheninfektion wirklich vorhanden oder ist das alles nur ja eine Einbildung oder wird die Erkältungskrankheit durch so eine Tröpfcheninfektion übertragen? Noch einmal, es gibt natürlich immer Arbeitshypothesen. Es gibt die Arbeitshypothese, die Grippe wird weiter verbreitet durch Tröpfcheninfektion, so heißt es im Lehrbuch und so lernen wir seit Hunderten von Jahren. Stimmt aber ganz und gar nicht, ja? Denn warum gerade in der kalten Jahreszeit? Warum gibt es im Sommer keine Tröpfcheninfektion? Warum genau Mitte Jänner bis Ende Februar? Warum? Wir haben ja auch einmal Niesanfall und Niesen und Husten auch einmal außerhalb der kalten Winterzeit und da fliegen immer Tröpfchen. Aber Industrie hat eingeführt, da fliegen Viren und Bakterien durch die Luft und die sind im Speichel und die sind im Auswurf und wenn du die bekommst, da haben wir x Beispiele, dass das nie so sein kann. Denn es gibt in einer Familie, der eine hustet und kein anderer erkrankt. Oder von mir aus, es erkranken in der Familie drei, aber zwei davon gar nicht. Ja? Und da stehen wir schon an mit der Tröpfcheninfektion. Ja? Und das sind bitte Infektionshypothesen. Die Infektion selbst ist ja bereits eine Hypothese. Das heißt, wir versuchen uns, die Krankheit so zu erklären. Aber wenn wir es nach einem Lehrbuch machen, und vor allem natürlich nach einem bestimmten Gesichtspunkt, ja, wenn wir nur auf Bakterien schauen, dann ist alles nur Bakterium. Und nichts sonst spielt mit. Um an Grippe zu erkranken, gehören meistens noch dazu Schlafmangel,
Also wir gehen zu spät schlafen, wir müssen zu früh aufstehen. Körperliche Überanstrengung, da denkt man nur das Beispiel, es kommt Schnee am Abend, es schneit einen halben Meter und ich muss meine Garage freischaufeln für den nächsten Tag. Ich schaufle da eine ganze Stunde, was ich sonst körperlich nicht viel mache. Und dann bin ich einigermaßen strapaziert, komm verschwitzt und überhitzt herein, weil zuerst habe ich mich angezogen wie auf der Skipiste. Und dann schaufle ich und schaufle ich und schaufle ich, dann bin ich überhitzt und durchnässt. Und dann komme ich rein in die Wohnung und gehe nicht sofort schlafen, sondern mache es mir mal gemütlich, höre mir noch was an, schaue mir noch was an, diskutiere irgendwas noch und sitze durchnässt dann eine halbe Stunde am Abend in der Wohnung, wo es nicht mehr so warm ist, ab 10, 11 Uhr. Ja? Und dann bedeutet das sowohl eine Summe von spät schlafen gehen, eine Summe von körperlicher Überanstrengung und ein weiterer Faktor, die Unterkühlung am Abend. Ja? Und das muss man so wissen, aber nach dem Lehrbuch haben wir praktisch, es machen wir es uns sehr einfach. Da ist irgendwo ein Virus gekommen und die fliegen jetzt durch die Luft, genau Mitte Jänner bis Ende Februar, alle Jahr das Gleiche, sie kommen pünktlich und sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die Virologen einmal dieses oder jenes Virus uns als Verursacher vorstellen, wovon kein Arzt was versteht. Kein Arzt kennt sich da aus. Sie können mir bitte ruhig. Wenn Sie mir 10 Ärzte bringen, die wissen, was überhaupt ein Virus ist, bin ich Ihnen sehr dankbar. Aber das steht dann in den Medien oder das geben dann die Virologen heraus über die Medien und so machen sie uns glauben, dass das heuer dieses böse Virus ist, ja? Und das ist das System. Sie verhindern, dass wir daran denken, dass das eine Erkältungskrankheit ist. Dr. Leutner, was macht denn ein Virus überhaupt dann und ein Bakterium, dass man das mal so ein bisschen von der Seite versucht, mal anzusprechen? Naja, da gibt es zwei Virusbegriffe. Das eine ist das mythologisch-historische Virus. Das, was ursprünglich gemeint war, ein Gift. Schon seit dem Altertum, seit der Antike, war das Gift immer etwas, was krank macht. Ja, und das stimmt ja auch. Ja. Dann hat man für alle Krankheiten, ob das in früherer Zeit, ob das die Malaria war, oder der Scharlach war, oder die Pocken, hat man halt dafür den Begriff Virus gehabt. Ja. Und seit man zum ersten Mal ein Mikroskop 1850, also Mitte des 19. Jahrhunderts, im Lichtmikroskop Wesen gesehen haben, die wir dann später Bakterien genannt haben, haben wir gemeint, das seien die Ursachen. Und das ist das Verhängnisvolle. Es hat aber Forscher zu der damaligen Zeit schon gegeben, unter anderem der berühmte Chirurg Billroth, der hat schon damals erkannt und gefolgert und geschlossen, dass die Bakterien der Körper selbst herstellt. Ja? Der Körper bestellt selbst Bakterien her. Und dann hat man durch fast 100 Jahre lang im Lichtmikroskop etwas vermutet, also hat man nur Bakterien gesehen. Viren hat man nie gesehen, Viren im heutigen Sinn. Also der zweite Begriff, das erste ist das historische, mythologische Virus. Das war also eine reine Vorstellung. Eine reine Vorstellung, das ist ein Virus, das auch Gift. Und so hat man alles dann Virus genannt, was man nicht in Bakterien gesehen hat. Und jetzt und dann haben die Mediziner gedacht, oder zumindest ist die Hypothese entstanden, ein Virus ist ein kleines Bakterium. Wir sehen es nicht, nicht? Selbst der deutsche Hygieniker Werner Kollat schreibt noch im Lehrbuch Hygiene 1937, im Lehrbuch der Hygiene, Universitätsprofessor in Rostock, schreibt noch vom unsichtbaren Virus. Ja? Es war immer die Rede vom unsichtbaren Virus. Und ein Virus, das, was wir heute unter Virus verstehen, und das ist das heutige, das wissenschaftliche, das molekularbiologisch identifizierte Virus, das ist ja erst 1940 über die Hilfe des Elektronenmikroskops gesichtet worden, identifiziert worden. Nun, was wir da gesehen haben im Elektronenmikroskop, was wir dann das gesuchte Virus genannt haben, das ist eben zwar tatsächlich ein Eiweißkörper, also eine Aminosäure, eine Nukleinsäure, die also beteiligt ist beim Aufbau der Bakterien, aber das war nicht die Ursache der Krankheit. Das heißt, ein krankmachendes Virus, wie wir es uns über Jahrhunderte
vorgestellt haben, den Krankmachen des Virus, das ist ein Verwechslung der Begriffe. Das heißt, wir haben uns vorgestellt, ein Virus, das war das Gift, historisch, mythologisch, ja, hat nicht gewusst, was es ist, unsichtbar, keine Ahnung, irgendein böses Unding, was wir nicht sehen. Und dann, seitdem wir es sehen, haben wir einen ganz bestimmten Zellteil, ein Zellorganell, eine Zellpartikel, die natürlich da ist. Das haben wir Virus genannt. Aber dass dieses Teil, was wir da gesehen haben und mit dem wir heute arbeiten in der Virologie, dass das krankmachend ist, dass das die Krankheitsursache ist, das ist bitte ein Fehlschluss, ja. Aber diese Idee vertreiben die Impfbetreiber oder die schließlich vor allem die Antibiotikaindustrie weiter und sie warten auch immer auf eine Substanz, ein sogenanntes Virostatikum oder ein Virozid, das Virus abtöten kann. Es wird uns hingestellt, als wäre das Virus ein Lebewesen, das, wenn uns jemand anhustet, in meinen Organismus kommt und sich dann im Körper vermehrt und dann im Körper ihr Unwesen treibt, das ein Unwesen treibt. Das heißt, es befällt die Lungen und es befällt möglicherweise sogar das Gehirn. Bitte, das sind Gespenstergeschichten. Das ist es eben nicht. Nun, auch selbst das Bakterium ist ja auch nicht die Krankheitsursache, sondern die auslösende Ursache ist für die Erkältungskrankheiten die Erkältung, die Unterkühlung. Und nicht das Virus und nicht das Bakterium. Aber das gehören wir von früh bis spät, hören wir das, ja. Und damit machen sie uns Angst und dann sagen sie, und dann ruht die ganze Antibiotikaindustrie darauf, ja. Und vor allem auch die Impfindustrie. Das ganze Impfwesen beruht auf der Hypothese, dass von außen Bakterien hereinkommen, die uns bös gesinnt sind, wie zum Beispiel, nehmen wir den Keuchhustenbakterien, Bordetella pertussis, oder nehmen wir ein Grippus, H2N3, ein Grippevirus, das eben nur die Virologen selbstverständlich klassifizieren können und nachweisen können, aber auch nur relativ in Entwicklung ist die ganze Diagnostik, das so nebenbei, ja. Aber das ist nicht das krankmachende Agens, sondern bei einer Grippe werden vom Organismus die Viren vermehrt. Nicht, da ist ein böses Virus drinnen, das ist ein Lebewesen und das vermehrt sich jetzt schrankenlos und das vermehrt sich und überflutet dann den Organismus. Bitte, das sind Vorstellungen, die auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, ja, und noch auf viel älter zurückgehen. Das sind so antike Vorstellungen von Mythologie. Das Virus ist praktisch ein Dämon, das von außen über dich fliegt, über dich herabkommt und dann sich dort in deinem Körper materialisiert und schließlich verbreitet und dann den Körper Böses tut. Ja, das sind eben die zwei Virusbegriffe. Das eine ist das historische, mythologische, wo wir uns irgendetwas vorstellen, was geheimnisvolles, zauberhaftes, das natürlich von der Industrie selbstverständlich immer schrecklich gezeichnet wird. Sie kennen ja die Bilder, diese kugelförmigen Gebilde, und das wird uns als Virus dargestellt, das ist es überhaupt nicht, sondern es schaut ja ganz anders aus. Außerdem sehen wir das nur im Elektronenmikroskop, wir haben ja praktisch nur Skizzen. Aber das sind alles so Dinge, die mit denen sie uns Angst machen. Das andere Virus, das molekularbiologische, heute wissenschaftlich aktuelle Virus, da kommt man erst drauf, dass das ja gar kein Lebewesen ist und das nicht sich selbst vermehrt, sondern hat keinen eigenen Stoffwechsel, hat keinen Energiestoffwechsel, sondern wird vom Organismus gebildet. Und das sind die großen Missverständnisse, aber damit macht man die kleinen Leute, die unwissenden Leute und auch leider einen großen Teil der Ärzte, die, wenn sie sich nicht wirklich ordentlich beschäftigen, über ihren Tellerrand hinaus, das, was ihnen von den Fortbildungen geboten wird. Wenn sie nur das hören, dann geben sie das weiter. Und dann sagen sie, dieses Virus, nicht in der Zeitung zu lesen, welches Virus jetzt ist und welche Grippe jetzt ist. Das erzählen die uns und der Großteil der Ärzte übernimmt das so. Obwohl sie in der Praxis sind, wissen ja, dass immer eine Erkältung vorausgegangen ist. Es gibt keine Erkältung, keine Angina, keine Mittelohrentzündung. Kein Husten kommt ohne Unterkühlung. Herr Löbner, bevor der Roman von CryptoTV was sagen möchte, jetzt bin ich noch gerade einen kleinen Ausflug machen, obwohl das einerseits schon zusammengehört. Man redet ja auch von dem HIV-Virus. Wie verhält es sich denn mit dem HIV-Virus? Ja, HIV bedeutet ja Human-Immundefekt-Syndrom, ja. Und damit man
damit hat man ein Krankheitsbild konstruiert, das eben sagen will, bei bestimmten Symptomen, wie nehmen wir also an Kaposi Sarkom oder Hepatitis B und Chlamydien und so weiter, verschiedenste sogenannte Erreger, ob sie nun jetzt zellulär sind oder Protozoen sind oder Virus selbst sind, seien die Ursache und würde übertragen, ja. Nun, ganz genau gesagt, wissen wir unter uns, dass eine exakte Virusdiagnose wir gar nicht haben, sondern wir sagen HIV, Human Virus, ja, und nennen dann das Ganze AIDS, ja, das wäre der richtige Begriff, ja, das wäre der richtige Begriff. Aber allein um HIV, der Test besteht ja aus zwei Antikörpertests, ja. Das sind ja nicht einmal exakt identifizierte Viren, sondern das sind sogenannte Antikörperreaktionen, der Western Blot Test und der ELISA Test. Aber beide sind nicht exakt. Das heißt, zwei nicht exakte Tests ergeben keinen sicheren Test, ne? Die sagen, ja, machen wir halt zwei Tests und dann der eine schließt aus und der andere findet das. Also sicher sind beide nicht, aber wenn wir machen wir zwei, dann machen wir einen sicheren. Das heißt, ein unsicherer Test plus ein weiterer unsicherer Test ist gleich ein sicherer Test. Nein, das ist eben der große Irrtum. Das ist keine sichere Diagnose. Sondern darum müssen ja auch die HIV diagnostiziert werden, ja immer irgendeine Krankheit angeben. Sonst werden sie ja gar nicht als AIDS eingestuft, ja. In Afrika ist leicht, aber es wird mir da angeben bei den hunderten Millionen von Analphabeten, beziehungsweise die werden ja gar nicht gefragt. Die haben Tuberkulose und das wird einfach als HIV positiv getestet oder überhaupt im Vornherein. Das sind ja politische Diagnosen. Also HIV, denken wir einmal, das sind ja. Ich habe keinen Film gesehen von einer sehr frommen, gläubigen Missionsstation, einem Arzt, der sich aufopfert für die AIDS-Patienten. Der hatte eine schwere Grippe und nach einer Grippe, das sollen die Leute wissen, nach einer schweren Grippe ist der HIV-Test bei uns positiv. Auch hier. Also darum rate ich niemand nach einer Grippe einen HIV-Test zu machen. Ja? Und da hat diese Gemeinde, er hätte AIDS bekommen, ja. Und dann nach mehreren Wochen ist er wieder genesen und dann haben die sich gewundert, dass er wieder genesen ist, weil es ja nach der gebastelten AIDS-Diagnose ja heißt, die ist absolut tödlich, ja, eine Krankheit ist tödlich. Da sieht man, dass dahinter ganz bestimmte politisch-medizinische Tendenzen sind, ja, diese Leute zu stigmatisieren. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls eine exakte Virusdiagnose haben wir gar nicht. Ja, Roman, dann gebe ich dir mal das Mikrofon. Ja, danke schön. Grippe, vor allem die Grippe, eine Infektion ist, davon müssen wir uns mal von den Gedanken sicher schon längst einmal verabschieden, ja. Ich hab einmal 5 Jahre im Krankenhaus als Krankenpfleger gearbeitet. Und die Hälfte der Zeit sogar Springer, das heißt, ich war am Tag in mehreren verschiedensten Stationen. Die war deswegen nie kränker als sonst, ja. Die Leute haben mich angehustet, Ende nie, ja. Also ich hätte noch mehr krank sein müssen in der Zeit, wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe, als jetzt. Ich denke doch eher, wir müssen mehr zu den Begriffen statt Infektionen zu Vergiftungen, oder? Wenn man mal alle anderen Krankheiten generell hernimmt, sind das allesamt nur Vergiftungen. Ob ich jetzt da Arterienverkalkung habe oder Arteriosklerose habe, überall sind Fremdkörper halt im Körper vorhanden, die nicht da reinkommen. Und von wo sind sie hergekommen? Aus der industriellen Entwicklung eigentlich. Wenige Parasitäre. Na gut. Machen wir es ein bisschen einfacher. Es gibt ja zwei Krankheitsursachen. Das eine ist der Mangel und das andere ist, oder zu viel. Ne? Und das Gift definiert sich ja, je nachdem, wie viel es ist. Ja, Wasser kann auch tödlich sein, wenn ich 20 Liter hineinkriege. Ja? Aber gemeint ist natürlich Gifte, das ist das eine.
Und bei der Grippe oder bei den Erkältungskrankheiten ist also der Mangel an Kleidung, der Mangel an warmem Bett, der Mangel an nach Durchnässung, an trockener Kleidung, und der Einfluss der Kälte, ja. Also, es ist praktisch, die Kälte ist ein physikalisches Agens, ja, praktisch. Die Kälte ist ein physikalischer Angriff auf die gesunde normale Körpertemperatur. Der Körper kann gegen die Kälte sich bis zu einem gewissen Ausmaß schützen, indem er Gänsehaut kriegt und er zittern beginnt und damit Wärme erzeugt oder dass er sich zusammenkrümmt, ja. Im Vergleich gegen die Hitze, da streckt er sich aus, der Körper, da beginnt er zu schwitzen, um sich zu kühlen, ja. Das ist ja der Sinn des Fiebers und auch des Warmwerdens. Und das ist die Unterkühlung. Es ist nicht alles Gift, ja. Aber hier bei der Erkältungskrankheit haben wir vor allem Kälte. Aber es spielen andere Faktoren mit. Insofern Fehlernährung, also zuckerreiche Ernährung, zu viel tierisches Eiweiß, das disponiert den Körper, das heißt, das bringt den Körper dazu, dass bestimmte Schleimhautbereiche, bestimmte Immunzellen zu wenig gebildet werden, aber vor allem, dass der Kreislauf, das ist ganz wesentlich, ein gesunder Kreislauf, denken Sie doch an die Leute, die im Freien arbeiten, die körperlich arbeiten, die ja praktisch jahrelang überhaupt nie eine Grippe bekommen oder auch keine Angina oder nichts, nie krank sind oder bleiben bei der Grippe. Die kennen die Grippe nicht, weil sie körperlich durchtrainiert sind, bei guter Kondition sind und auch nicht die Fehler machen, die halt dazugehören, wie zum Beispiel am Abend lang Bad und lang heiß duschen oder verweichlicht sind, ja. Aber entscheidend bei den Erkältungskrankheiten geht's hier um das Agens, also um um diese physikalische Kälteeinwirkung, ja. Das kann man natürlich zum Trauma, zur Verletzung könnte man es auch einrechnen, nicht? Also einreihen, ja. Zum Unterschied von Hitzeeinwirkungen im Sommer oder von Verbrennung und so anders, nicht? Es gibt ja auch die Erfrierung, ja. Aber entscheidend ist, dass nur ganz gesunde, gut durchtrainierte, ausreichend geschlafen, bei seelischer bester Verfassung, einfach jahrelang, obwohl sie mit Kranken zu tun haben, obwohl sie angehustet werden, obwohl sie ihnen die Hand geben, obwohl sie sehr intensiven Kontakt haben, sie waschen, sie betreuen, ihnen Blut abnehmen, überhaupt nie Grippe kriegen, ja? Also, da hinkt von vornherein schon die Infektionshypothese, ja? Aber damit, wie du sagst, da müssen wir uns also schon verabschieden, Roman, von dieser Vorstellung. Es ist alles Ansteckung, es ist alles Infektion von außen und alles andere blendet man aus, ja? Ja, ich wollte vielleicht auch noch anhängen, auch, dass daneben diesen Vergiftungen ja auch noch höchstens parasitäre Befallnisse geben kann oder dass ich eben aus an Mangel irgendetwas erleide, weil ich mir einfach zu wenig an wichtigen Nährstoffen mir zuführe. Aber wenn man, wie Sie ja gesagt haben, dann so zum Beispiel so einen AIDS-Test macht, eben in Afrika ist ja der Wert viel höher angesetzt als bei uns, was ja auch schon fraglich ist. Aber wenn man dann eben jetzt dann, sagen wir, wird bekannt gegeben, Sie haben jetzt AIDS. Meine wichtige Frage, was an Sie wäre dies, was aber nicht zu selten vorkommt bei solchen Diskussionen, wegen dem, wie man sich dagegen wehren kann, ja. Ich habe Sie ja damals bei der AZK das erste Mal kennengelernt. Und da war ja auch die Frau von Aegis-Verein dabei. Die Frau Bettek, Genau, die Frau Nita Bettek, genau. Kann man sowas noch empfehlen? Und wie schützt man sich dann, wenn man mal in so einer Bredouille ist und sie Kinder impfen möchte oder sich gegen AIDS wehren und so dergleichen? Naja, man kann sich nicht gegen AIDS wehren. Man kann erstens einmal gegen die Diagnose. Fangen wir mal bei der Diagnose an, denn das Problem, wenn man die Diagnose hat, dann schaut es schon sehr schlecht aus, ja. Also, man sagt ja vornehmerweise heute ja nicht AIDS, sondern man sagt ja HIV-positiv, ja. Man spricht ja auch selber von HIV-positiven Menschen, ja. Und da drückt man sich vornehm aus und das ist ja viel eleganter, als wenn man sagen würde AIDS, nicht? Das ist ja, also die Acquired Immune Defect Syndrom heißt ja, vorher hat es ja anders geheißen, Gay-Related Disease. Also, aber es geht darum, schützen. Jetzt, wenn man zurück zur Grippe kommt, kann ich nur, ernähre mich gesund, schlafe genug,
gehe ich in die frische Luft und mache keine verweichlichten Bäder. Ja? Also es ist zum Beispiel nicht bekannt, dass ein Bad am Abend viel eher zur Erkältungskrankheit führt als ein Bad am Morgen. Warum? Wir durchlaufen im Laufe des Tages eine Körpertemperatur. Ja? Von 3 in der Früh ist unsere Körpertemperatur im Schnitt etwas unter 36. Und um 6 Uhr morgens geht schon ein bisschen hinauf, einige Zehntel Grad. Und das geht weiter bis 9 Uhr. Da haben wir schon gegen 36,5. Und zum Mittag erreichen wir im gesunden Tag und bei gesunden Menschen etwa 36,9. Ja? Und diese Temperatur hält an bis 15 Uhr Nachmittag. Ja? Das heißt, wir sind dann in einer besseren Temperatursituation, wo wir also gegenüber der Kälte ohnehin schon mehr Widerstand haben gegen die Kälteeinwirkung. Ja? Und dann bis 15 Uhr und dann beginnt diese Temperatur wieder abzusinken bis 6 Uhr abends und dann bis 9 Uhr abends und erreicht dann um Mitternacht eben diese niedrigste Temperatur. Und wenn wir uns dann am Abend überhitzen, durchnässen, länger in der Kälte stehen, kalten uns aufhalten, nasse Füße bekommen, durchnässt sind, dann ist das wesentlich verhängnisvoller, weil da hat der Körper dann nichts entgegenzusetzen, um seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Tagsüber geht das besser, ja. Und die Vorbeugung besteht im Prinzip aus nichts anderem, einen guten Kreislauf zu haben, einen regelmäßigen Plan im Winter, das heißt also nicht durcheinander mit Schlaf und Bewegung und so weiter, sondern und dann außerdem eben diese Badegewohnheiten zu vermeiden. Das leben wir wiederholt. Jetzt sehen wir, dass am Wochenende bestimmte Kinder oder bestimmte Leute immer wieder krank werden und dann sind sie wieder gesund, ihre Blasenentzündung bekommen, ihre Mittelohrentzündung bekommen, ihre Bronchitis bekommen, weil sie eben dann am Abend, für gewöhnlich auch genau Freitag und manche sogar täglich, und die sind den ganzen Winter hindurch krank. Während andere macht es überhaupt nichts aus. Eines ist dabei noch das alte Schlafzimmer. Das muss bestimmte Temperaturen haben. Das soll nicht, es gibt ja Eltern, die Schlafzimmer der Kinder und 22 Grad bitte die ganze Nacht. Die decken sich ab, sind verschwitzt. Die Kinder sind ja natürlich, die haben ein natürliches Temperaturverhalten, ja. Die decken sich ab, die schwitzen, ja. Und da muss man eben sagen, am Abend ordentlich, je nach Temperatur ist es über 5 Grad, dann kann das Fenster gekippt sein, die ganze Nacht. Geht es unter 5 Grad hinunter, geht es 0 und wie wir es jetzt haben, sogar auf Minusgrade, dann bitte ordentlich lüften, vor dem Schlafen gehen, Heizkörper ohnehin, aber dafür warm zugedeckt und einen warmen Schlafanzug. Ja? Und diese Kinder werden nicht krank. Diese Kinder werden nicht krank. Ja? Man hört ja in letzter Zeit oft so Empfehlungen von so Zetteln, die man sich runterladen kann, das habe ich auch gemacht. Aber wenn man eben zum Arzt kommt, das ist eben sicher für Eltern sicher sehr interessant, da wo der Arzt dann unterschreiben soll, falls Impfschäden entstehen, er Verantwortung übernimmt. Gibt es da schon Erfahrungswerte, ob die Ärzte solche Zettel unterschreiben oder ob man sich da eher mehr, dann noch mehr Stress macht mit der Pharmazie oder der Medizin? Na gut, aber vielleicht mal ganz wichtig, gibt ja auch umgekehrt Ärzte, die geben den Patienten einen Zettel hin zum Unterschreiben, dass sie die Impfung ablehnen. Und das macht natürlich ein Laie, ein kleiner, ein Mensch aus dem Volke, ein Unwissender praktisch, der nicht wirklich befasst ist mit dem Gesetz und mit der Materie. Der hat Angst, etwas unterschreiben zu müssen. Da lässt er sich lieber impfen. Das sind ja Einschüchterungsversuche. Das sind ja alles Drohgebärden, ja. Es gibt überhaupt keinen Anlass, irgendetwas zu unterschreiben, dass ich die Impfung ablehne. Das reicht, wenn ich das sage. Ich muss das ja nicht einmal zu Papier bringen. Gibt es überhaupt kein Formular dafür, aber es gibt immer wieder Ärzte, die versuchen damit, die Leute einzuschüchtern. Und das wissen die großen Leute, wissen, wenn man die einfachen Leute ganz einfach einen Zettel und unterschreiben, so wie im Spital auch, ja, da müssen sie unterschreiben, ja, dann bitte machen wir alles, weil schließlich ist ja der Arzt die Behörde und der liebe Gott und die letzte Instanz für die kleinen Leute, ja. Aber diese Zeiten ändern sich momentan, das ist einmal das eine. Und umgekehrt, dass es Leute gibt, die mit dem Arzt sich anlegen, bezüglich Impfung, die sagen, ja, ich habe da einen Zettel ausgedruckt, es gibt einige, auch die GES Österreich hat das getan, aber auch in Deutschland gibt es, die haben Fragen zusammengestellt, ob der Arzt für Impfschäden aufkommt
und so weiter. Und die wollen das dem Arzt unterschreiben. Also das gibt es nur wenige Menschen, die das machen. Ich halte dafür, mit einem Arzt über Impfung überhaupt nicht zu diskutieren. Warum nicht? Denn in den meisten Fällen haben sie die Durchschnitte jetzt, die haben sich von Impfungen wenig Ahnung, die hören von Impfung das, was jedermann auf der Straße hört. Ja? Jetzt ist dieses Virus und jetzt ist also dieser Impfstoff und der schützt und mehr wissen sie nicht. Ja? Im Großen und Ganzen, nicht alle bitte. Aber leider ist es so, dass, und dann müssen sie impfen, die Ärzte, das dürfen sie nicht vergessen. Und manche lebt von den Impfungen. Das haben wir auch nicht vergessen. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn, mit einem Arzt sich anzulegen. Sondern ich rate Folgendes: Wenn das ein Arzt ist, zu dem Sie Vertrauen haben, der ein Mensch ist, mit dem Sie reden können, dann, Herr Doktor, ich möchte mit Ihnen heute über das Impfen sprechen, aber bitte haben Sie heute Zeit. Können wir das tun? Ich möchte ausfüllen. Und dann wird es so und so viele Ärzte geben, die dann sagen, gut, sie impfen nicht, ich akzeptiere das, sie haben sich damit beschäftigt. Aber diskutieren mit Ärzten oder anzulegen auf Unterschrift oder auf die mehr oder minder das Messer ansetzen, bitte, das soll man nicht. Das ist erstens menschlich verkehrt und zweitens hat es keinen Sinn, denn in der Position Gesundheit und Arzt ist der Arzt höher gestellt, leider von der Gesellschaft. Man muss dann den Weg des Gesprächs suchen. Und nicht mit Taktik der Strategie des Auseinander. Na, das geht nicht. Das ist eben so ein Mensch wie jeder andere und der steht da drin im System und der leider macht er damit und das ist der große Nachteil. Und in Wirklichkeit sind die Ärzte in der ganzen Impferei genauso schuld wie die Industrie. Ja? Die sind genauso schuld, weil sie da mitmachen. Aber umgekehrt muss ich sagen, dass es die Ärzte sehr schwer haben. Sie sind einem enormen Druck ausgesetzt. Und ich sehe die Chance nur darin, dass man einen Arzt hat, mit dem man sprechen kann. Und da gibt es dann Möglichkeiten, die man da gar nicht ausbreiten brauchen. Ja, gibt's Möglichkeiten, ja. Sehr interessant, die Ausführung, das ist ja eigentlich nicht nur interessant, mehr einleuchtend, weil der Kampf dagegen sonst noch mehr eben verursacht. Aber wenn man noch an, wie groß ist die Gefahr, aber dann, dass bald der Zwangsimpfungsgesetz dann rauskommt? Wie kann man da helfen, dass da das nicht vonstatten geht? So wie der Daniel Trappisch in der Schweiz ist er da sicher sehr engagiert. Wen gibt es denn da noch in Österreich und in Deutschland, wo man da mithelfen kann, dass da dieses Gesetz sich durchsetzt? Naja, es ist ja nicht nur so, dass also die Schweiz hat eine gute Tradition, die geht auf EGIS Schweiz zurück, auf die Frau Pettig, auf ihre hervorragenden Jahre ihrer Arbeit, Und Daniel Trappisch hat das glücklicherweise übernommen und führt das sehr gut und professionell. Und das ist schon einmal als eine ganz, ganz große, sichere Sache, dass wir von Impfpflicht im Augenblick nicht bedroht sind. Ja, das Gleiche macht auch EGIS Österreich, das übrigens gemeinsam mit Frau EGIS, mit der Frau Pettig und mit EGIS Schweiz, ist EGIS Österreich entstanden. Und wir haben da die ganzen Jahre, die letzten 17 Jahre Aufklärungsarbeit geleistet, die ganzen sind alle Bundesländer abgefahren mit Vorträgen und mit auch eine Homepage haben wir, wo sie dann sich eintragen lassen können über die Informationen, über die Vorträge, über die impfkritische Literatur, die EGIS vertreibt, beziehungsweise natürlich über unsere Vortragstermine, ja, oder wo sie sich für Vorträge anmelden können und um die Aufklärung gegen das Impfen schließlich dann auch weiter zu betreiben. Und das hat ja dazu geführt, dass ja die Impfquote in Österreich für alle Impfungen zurückgegangen ist. Ja, das ist nicht nur unser Verdienst. Und wir haben ja gegen die drohende Impfpflicht im Mai dieses Jahres eine Demonstration gemacht in Wien. Da waren immerhin etliches über 500 Personen. Und es war eine sehr friedliche, eine sehr eindrucksvolle Demonstration. Und das haben natürlich alle Behörden, Ministerien für Gesundheit, aber auch die Landessanitätsbehörden und alle, die das verfolgen, natürlich wahrgenommen, ja. Und daher ist momentan auch keine Rede in Österreich von Impfpflicht, sondern die noch amtierende Frau Bundesminister erklärt, ganz einfach, sie hat Juristen prüfen lassen und die Frage Impfpflicht ja oder nein. Aber es ist so, dass die
Die Frau Bundesminister sogar öffentlich erklärt, für eine allgemeine Impfpflicht ist sie nicht. Aber, und das ist das Aber ist darin, dass sie eine relative Impfpflicht trotzdem befürwortet. Erstens mit Propaganda, mit Beeinflussung, also mit einer sehr, sehr unausgewogenen Informationskampagne fürs Impfen, nicht? Da wird nur Masern schützt und Schreckgespenste werden hingestellt. Masern ist potenziell tödlich und nur Impfen schützt und Impfen ist gratis und so weiter. Und von den Gefahren der Impfung keine Rede. Das heißt, sie machen eine einseitige, intensive, sie nennen es Informationskampagne, aber in Wirklichkeit ist es eine einseitige Impfung. Und sie hoffen damit, dass sie ihr Ziel erreichen, genug Impfstoffe verimpfen zu können. Ja, das ist ja schließlich das Ziel. Es ist ja nicht das Ziel die Gesundheit, bitte. Da sind wir uns ja schon längst einig in diesen Kreisen. Ja, da geht es um die Impfungen. Ja, und da das scheint momentan so zu sein. Und in Südtirol, da ist ja momentan eine ganz große Stimmung gegen Zwangsimpfungen, also weil es ja zu Italien gehört, politisch, ja. Aber Südtirol hat eine Autonomie, eine politische Autonomie, und die wollen jetzt sogar eine Volksabstimmung machen, und sie haben schon über die Hälfte der notwendigen Unterschriften gesammelt. Das heißt also, da wird es eine Volksabstimmung geben. Also wahrscheinlich, also die erreichen was. Na gut, man muss was tun dafür. Es gibt so in Deutschland Symposien, habe ich gelesen, ein Symposium, die Frage, kommt die Impfpflicht oder nicht? Das ist bereits ein Rückzugsgefecht, sondern die Frage ist, wie verhindern wir das? Ja? Oder noch besser, nicht einmal eine Frage, sondern wir werden das Impfen verhindern. Wir schaffen das Impfen nicht ab, das ist nicht unsere Angelegenheit, aber wir werden uns nicht impfen lassen, ja? Wir werden das nicht zulassen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir schützen unsere Kinder selber. Wir glauben euren Sprüchen, eurer Propaganda nicht mehr. Das ist die Einstellung. Und diese Haltung vertreten wir in Österreich über EGIS, wo ich der wissenschaftliche Berater bin. Und ich sehe also keine Gefahr. Wir haben natürlich uns an die verschiedenen Politiker gewandt, auch. Ich habe also insbesondere damals im Zusammenhang mit der Demonstration haben wir uns an den Nationalratspräsidenten schriftlich gewandt, haben wir zwei Antworten bekommen. Also sowohl von der Freiheitlichen wie auch von der ÖVP. Die von der Freiheitlichen war positiver. Und dann habe ich selbst mit dem kommenden Bundeskanzler ein persönliches Gespräch geführt, der mir erklärt hat, dass er für Zwangsimpfungen nichts halte und dass er das nicht unterstützen wird. Ja, also das ist, was wir tun, ja, und nicht uns Gedanken machen. Und es sind ja genug, das haben wir gelesen, dass in Oberösterreich, nur zum Beispiel, nicht, wo also jetzt behauptet wurde, die Impfen ist uns, die Grippe, die Masern sind unsichtbar, und wo man den Leuten Angst machen will, dass dort ja im ganzen Jahr nur 6 Masernfälle waren, in diesem Jahr in Oberösterreich, also sehr herzlich wenig, wo es überhaupt kein Grund ist, über Masern Trara zu machen. Übrigens, Masern ist ebenso eine reine Erkältungskrankheit. Masern haben wir immer in der ersten Jahreshälfte. Das heißt, Masern in diesem Jahr war es von Mitte Jänner bis Ende Februar. Da haben wir tatsächlich 30 bis 40 Masernfälle gehabt, dann noch etliche. Und dann waren bald 50, 60 beisammen in ganz Österreich. Aber schon im April war schon die erste Woche, wo kein Masern war. Und im Mai waren noch 2 Wochen. Und dann Juni, Juli, August haben wir fast überhaupt keine Fälle mehr gehabt. Jetzt im Oktober, November waren wieder 5 Fälle in Tirol. Aber sonst noch nirgends. Das heißt, wir haben heuer erst 88 Fälle. Können Sie alles auf der Homepage vom Bundesministerium für Gesundheit ablesen. Und wir haben also in Wirklichkeit nicht einmal so viele Masernfälle heuer im ganzen Jahr wie Durchschnitt der letzten 17 Jahre. Durchschnittlich haben wir in Österreich 94 Durchschnitt, das ist also mathematisch, das ist arithmetische Mittel, ja. Das ist durchschnittlich haben wir nur 94 Fälle pro Jahr bei 8 Millionen Einwohnern. Ja. Das heißt, das sind 0,1 Promille. Ja. Und da tun wir so, als ob das eine, was ich, wir verbreitet werden. Kärnten, Tirol haben wir 1-2 Jahre, wo überhaupt kein einziger Masernfall ist, ja. Und trotzdem wird uns hingestellt, Masern ist hoch ansteckend, bitte.
Da haben wir also Fälle gehabt, 2016 haben wir 28 Fälle in ganz Österreich gehabt. Das heißt, da waren einige Bundesländer, wo überhaupt kein Maßanfall war. Und trotzdem sagen die, hoch ansteckend. Und außerdem sagen sie, potenziell gefährlich, potenziell tödlich, mit Komplikationen. Das gehört ja zu Masern dazu. Masern ist ja nicht nur Fieber und Hautausschlag, sondern je nach, wer der Patient ist, gibt es, verläuft die Masern stärker oder schwächer. Aber insgesamt ist es eine Erkältungskrankheit. Drum ist ja Husten dabei, drum ist ja Rachenentzündung dabei, drum ist ja in sehr seltenen Fällen Lungenentzündung sogar dabei, oder Mittelohrentzündung dabei, weil das, je nachdem wie schwer die Erkältung war, dann kann das also mehrere Organbereiche treffen, ja. Das ist ja alles nichts Neues, aber sie tun so Masern, das ist der Hautausschlag und alles andere, Fieber, Halsentzündung, Husten, das sind alles die Komplikationen. Ja, und mit diesem Begriff allein machen sie natürlich den unwissenden Menschen Angst. Ja, also, und das ist das Problem. Und dabei wird nicht unterschieden, ob diese Leute geimpft waren, wie viel davon waren geimpft oder sogar die sogenannten Impfmasern. Das heißt, wenn sie in der kalten Jahreszeit Kinder oder Erwachsene impfen, dann gibt es nicht so selten, also ich habe jetzt nicht die Zahlen, aber genug Fälle, die dann durch die Impfung die Masern kriegen. Das ist jedem niedergelassenen Arzt bekannt, ja. Aber die werden dann die Zahlen nicht gesondert gezeichnet, sondern das sind dann die Impfmasern. Die werden dann auch zu den Masernfällen dazu gerechnet, ja. Wenn in der kalten Jahreszeit eine Impfung erfolgt, weil eine Impfung insgesamt den Körper schwächt, das Immunsystem angreift, krank macht, sonst wird ja keine Impfung funktionieren. Ja? Also gut, das ist also die Situation mit der sogenannten Impfpflicht, von der wir in Österreich momentan keine Rede ist. Einzig der Volksanwalt Dr. Kreuter, der hat sich ganz stark gemacht für Impfzwang. Er argumentiert folgendermaßen, durch die Zwangsimpfung gegen Pocken sind die Pocken ausgerottet worden. Da wiederholt er die Schlagwörter der WHO, der Impfbetreiber, die in der WHO sitzen. Natürlich, die Pocken sind nicht durch die Impfung ausgerottet worden, sondern sind ausschließlich durch den Wohlstand, durch genug zum Essen, durch Sauberkeit, so weiter, sind die Pocken verschwunden, ne? Die Pest ist ja auch ohne Pestimpfung verschwunden, ja. Also, aber der hat sich sehr stark gemacht und da hat sehr viel Protestschreiben und Auseinandersetzungen mit dem Volksanwalt gegeben diesbezüglich. In der letzten Zeit hat man weniger gehört davon. Ja, wir haben hier einen ersten Gast und ich hoffe, dass Toni ist am Mikrofon. Er hat was im Chat geschrieben. Toni, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du bist da. Ja, ich bin da. Hört er mich? Ja, wunderbar. Deine Frage an Dr. Leubner, bitte. Ja, hallo. Das freut mich, dass ich eine Frage stellen darf. Und zwar, ich beschäftige mich schon länger mit der neuen Medizin und ich meine, Ihren Namen auch mal in diesem Zusammenhang gehört zu haben, beziehungsweise davon gelesen zu haben. Können Sie mal irgendwie Ihren Standpunkt bezüglich jetzt der neuen Medizin von dem Hammer, also mit den 5 biologischen Naturgesetzen, die ja ganz ähnliches aussagen, wie jetzt Sie auch sagen. Wie ist Ihr Standpunkt da? Nun gut, ich habe mich natürlich mit dieser Frage, mit diesem System auch natürlich auseinandergesetzt. Unabhängig davon hat es schon immer zu allen Zeiten Ärzte gegeben oder Denker gegeben, die über Krankheit nachgedacht haben, die auf dieselben, im Großen und Ganzen auf dieselben Prinzipien gestoßen sind und erkannt haben, ja. Zum Beispiel, die wesentlichen Punkte sind, hier ist ein gesunder Körper, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, da können wir sogar auf die Pflanze ausdehnen, und dann ein schädigendes Agens, ob das jetzt Kälte oder Gift ist oder ein seelisches Trauma bei Menschen, auch bei Tier, gibt natürlich auch seelische Traumen, zum Beispiel Schreck, ja, Misshandlung, ja, und dann reagiert der Körper. Und die Krankheit ist das. Die Krankheit hat ja mehrere, zum Verstehen, mehrere Gesichter. Das eine ist die Reaktion auf die Schädigung, sei es nun Fieber oder Durchfall oder Schmerzen, ja, oder seelische Verstimmung. Ja, das ist die Reaktion. Aber zugleich ist die Krankheit bereits der Heilvorgang. Ja. Das Fieber
die Absonderung aus der Nase, der Schnupfen, der Husten, die Schwellung der Mandeln, das sind ja bereits die Heilvorgänge, ja. In der biologischen Medizin hat man das sehr ausgebaut mit Parasympathikus und Sympathikus, Stadium 1 und Stadium 2 und die Heilphase und so weiter. Das ist also sehr beeindruckend. Und sind ja ähnliche Vorstellungen und ähnliche Erklärungen der Krankheit, ja. Ich selbst habe zunächst einmal an der pharmischen Medizin irgendwo bestechend gefunden, die Überlegungen, habe ich aber doch bei näherer gründlicher Auseinandersetzung etwas entfernt davon. Erstens aus dem Grund, weil ähnliche Dinge und ähnliche Gedanken schon längst in der Medizin niedergeschrieben sind und auch schon vertreten sind, ob das jetzt Kneipp war oder der Hahnemann, der Gründer der Homöopathie, und ich selbst auch zu dem Resultat gekommen bin, so dass ich es etwas wesentlich vereinfacher und klarer, nicht so ausgedehnt und nicht so aufgebläht, sondern ganz einfach, wir haben schädigende Agenzien, also Ereignisse oder Gifte oder Kälte oder Hitze oder seelische Seele. Und da reagiert der Körper drauf und im Prinzip reagiert er immer in Richtung Heilung. Ja? Und das, was die heutige Medizin macht, und da stimme ich mit ihm besonders dann überein, mit Dr. Hammer, mit Chemo reinzufahren oder mit Antibiotika reinzufahren oder mit Impfungen vorbeugen zu wollen, das ist prinzipiell, weil das falsch verstanden ist, die Krankheit, der verkehrte Weg, ja, und mit Gefahren verbunden und mit Schäden verbunden, ne? Das ist ganz klar, da stimme ich mit dem Dr. Hammer völlig überein. Aber alles auf ein Ereignis und vor allem vorwiegend auf seelische Konflikte und nur von Konflikten die Rede, das ist bitte zu simpel, ja, meiner Meinung nach. Ja, aber in vielen Dingen sind wir uns, in wesentlichen Dingen sind wir uns da einig, aber ich glaube doch, dass also jeder von uns hat seine Erklärungen, jeder Forscher, jeder Arzt versucht sich das halt zu erklären, ja. Aber keiner hat die Weisheit ganz für sich allein, ja. Aber wir müssen wissen, alle sind wir der Suchende, ja. Aber das Hammersche System ist deswegen so beliebt, weil die Erklärungen sehr bestechend einfach sind. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es geht noch viel einfacher. Gut. Stony, bitte. Ja, danke schön. Ey, sehr nette Erklärung. Vielen Dank für die Rückmeldung. Weil es ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Ich beschäftige mich halt auch schon sehr lange jetzt damit und versuche irgendwie immer mehr da zu ergründen, ja, an Ursachen. Ja, es ist ja so eine Suche nach den Ursachen und nach dem biologischen Konflikt, ja, so. Und ja, aber Ihre Erklärung so, vor allen Dingen im Hinblick auf die Vereinfachung, dass es ja letztlich ja in der Natur genauso abläuft, immer wieder, ja, und man muss eigentlich letztlich nur darauf vertrauen, ja, und das gibt mir halt zum Beispiel diese neue Medizin von dem Hammer oder was Sie auch vorhin sagten, ja, ganz genau, das ist auch meine Sicht, ja, die ich irgendwie erarbeiten möchte, ja, weil ich es nicht so ursprünglich kann, vielleicht wie Sie. Ja, das ist, wir alle sind ja auf der Suche und wollen eine Erklärung haben und der eine formuliert es eleganter, der andere weniger, der eine formuliert es sehr bescheiden, nicht? Wie Kneipp hat zum Beispiel so formuliert, wenn der Kreislauf zu schwach ist und nicht überall alle Organe erfasst, dann müssen wir das tun, dass dorthin das Blut und Sauerstoff und Stoffwechselprodukte, Energiestoffe dorthin gelangen, wo es im Argen liegt, ja. Also jede Heilung oder jeder, der sich mit Heilung beschäftigt, hat natürlich seine Vorstellungen und jeder kann vom anderen ein bisschen was lernen, ja. Und insofern sagen Sie, wir sind alle Suchende und jeder Mensch von Geburt an, von klein auf, der kleinste Mensch versucht schon die Wahrheit zu finden. Ja, er will schon wissen, was ist da drinnen in diesem Bäckchen und nimmt das auseinander. Und diese Streben haben wir alle, ja. Und schließlich ist der eine mehr oder weniger glücklich, dass er das hier findet. Und die Frage nach der Ursache, das ist natürlich schon ein bisschen Glatteis, ja. Der eine sitzt nur im Seelischen, der andere sitzt nur im Physikalischen, der andere vorwiegend also biochemisch. Also das ist natürlich je nach Horizont und je nach Bildungsgrad des Suchenden. Aber alle müssen wir weitermachen, wir müssen nachdenken. Das müssen wir lernen. Ja. Semmelweis hat er eben geschrieben in seiner Arbeit, wo er eben zum Professor wurde, oder zum Doktor, zum Doktorarbeit, wo er geschrieben hat,
Der Arzt muss ein Philosoph sein. Das heißt, der Arzt muss ein Denker sein. Und denken dürfen wir alle. Ja? Aber es besteht heute die Neigung, der hat das gesagt und die Zeitung war zu lesen und der Herr Professor in Wien hat im Fernsehen erklärt und das bitte, das darf nicht einkehren in die Heilkunde, sondern wir müssen immer selber nachdenken. Und gerade das Beispiel Erkältungskrankheiten zeigt uns ja, dass man uns die Sache sehr vereinfacht und völlig irreführend darstellen kann. Ein Bakterium und ein Virus und alles andere blendet man aus. Und damit kommen wir natürlich auf einen Holzweg und wir kommen dann auf eine Sicht der Krankheit, wo nur Antibiotikum und nur Impfen hilft. Ja? Also ja, danke für die Frage. Ja, danke auch. Ja, danke auch. Also sehr nett. Ja, Stony, bitte. Ja, das ist genau richtig, was Sie sagen. Für mich ist halt der Moment irgendwie interessant. Also weil ich dann festgestellt habe, also als ich mich damit beschäftigt habe, dass es tatsächlich Momente gibt, wo es sozusagen dann umschlägt. Also und dieser, was er dann eben diesen Konflikt da genannt hat, also der Karma-Syndrom, ja, DHS. Und dass diese Momente, ja, dass die irgendwie entscheidend sind. Und die interessieren mich halt, ja, letztlich, ja, so. Und versuche jetzt sozusagen, wenn ich jetzt an Ursachen denke, an solche Momente zu denken, also in der Zeit. Also, dass es ein zeitliches Ding halt auch ist irgendwie. Ja, wunderbar. Denn es ist ja auch so, gerade bei den Erkältungskrankheiten, ein typisches Beispiel, ne, ist ja die kalte Jahreszeit der Moment, ja. Und natürlich sind viele Faktoren, es ist immer ein multifaktorielles Geschehen, jede akute Krankheit. Weil einmal bin ich erkältet und ich bin am nächsten Tag nicht krank. Ich war einer Unterkühlung ausgesetzt und am nächsten Tag nichts von Schnupfen und nichts von Halsentzündung. Aber genau an diesem Tag, jetzt wohl, ja, was war sonst dann noch, nicht? Das ist das Nachdenken lernen. Warum bin ich jetzt krank? Das ist. Ich war zu lange in der Kälte, ich war durchnässt, ich habe mich überanstrengt, ich habe schon zwei Nächte zu wenig geschlafen und dann habe ich noch einen Ärger gehabt oder eine Demütigung erlebt und dann in der Summe schafft es dann der Körper nicht mehr, sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, die Gesundheit ist ja nichts anderes als das Gleichgewicht aller Organsysteme, von der Atmung bis zur Verdauung, bis zum Kreislauf, bis zum Nervensystem, ja, bis zu den Hormonen. Ja, also alle diese Dinge, die natürlich im Sinne der Industrie völlig ausgeblendet werden, ja. Ja, genau. Und dann sehe ich genau in diesem Geschehen eben den Moment, wo man sozusagen dann zusammenbricht oder wo es dann sozusagen das Fass überläuft oder wo der Chef halt irgendwas sagt und dann ist, weil man dann sowieso schon so dünnhäutig ist oder gar nichts drauf hat, ja, dann und dieser Moment, ja, also wo der halt eben einschlägt, das finde ich halt interessant. Ja, das ist meine Kritik am Hammer. Dass er im Wesentlichen beim seelischen Konflikt kann ich immer konstruieren. Ich habe den ganzen Tag seelische Konflikte. Und zwar von meinem ersten Lebenstag an habe ich schon Konflikte. Ich bin hungrig, ich bin nass, wo ist die Mama? Und das geht das ganze Leben fort, ja. Und heute haben sie hinter sich schon Konflikte und ich habe schon Konflikte hinter mir. Also, das bitte nur alles auf Konflikte zu reduzieren, das nenne ich monoman. Und das ist meine Kritik daran. Und natürlich schmeichelt uns das, wenn ich sage, mein Chef hat mich, meine Frau hat mich, der Lehrer hat mich, der Patient hat mich, ja. Also, da sind wir immer natürlich die Opfer und da gefallen wir uns selber viel besser, wenn wir die Opfer sind. Wenn wir natürlich die Täter wären, das gefällt uns dann schon weniger, dann sagen wir schon, bitte wegen dem regst du dich auf und so weiter, ne? Aber das ist meine Kritik am Hammerschen System. Viele andere Dinge, da gehe ich mit ihm völlig einig. Ja, ich denke mir, wir machen eine Musikpause, Herr Dr. Leubner, und dann habe ich anschließend noch eine Frage zum Thema MMS und Vorbeugung. Das möchte ich nochmal reinbringen, weil ich da Informationen habe, aber das würde ich nach der Pause nochmal ansprechen. Pause gefällig? Ich denke schon, oder? Gerne, wunderbar, mach ein bisschen frische Luft, ja? Machen wir das doch. Und ich habe auf dem Plattenteller, das ist die Sylvia und Space und ich denke mir, den Song, den finde ich persönlich gut. Eine Musikerin aus Baden, die ungefähr vor einer Woche bei uns war und den Song spielen wir jetzt mal ein. Sylvia und Space, lasst es euch gefallen. Bis gleich. Beautiful Sound. Musik.
noises rise, the darkness falls. Awful creatures fly across my universe. Between these walls, between these walls, I don't know what to do right now. And try to get it all somehow. Mystic shadows dancing on the walls. And suddenly I can hear it next to me, a beautiful sound, like a lovely fantasy floating here right over me. Driving home, I spend some hours in my car. Won't sleep tonight. You miles away, I've got to drive so far to hold you tight. To hold you tight. To hold you tight. The moon is Wir sind wieder zurück. Der zweite Teil der Sendung heute mit Dr. Leubner heißt das Thema Gesund durch den Winter. Ja, nochmal für die Menschen, die erstmal draußen an den Boxen sind, nochmal einen guten Abend, die neu zugeschaltet sind, auch im Außenchat. Ihr könnt eure Fragen schreiben oder auch hier anrufen. Das österreichische Festnetztelefon ist 0720 518 197, und wenn man aus dem Ausland anruft, die 0043 bitte davor wählen. Ja, Dr. Leubner, meine Frage ist, ich habe eine Familie kennengelernt, die über Jahre von jung bis alt, komplett, von Kleinkind bis Oma, Opa, mit MMS arbeitet. Und in dieser Familie existiert keine Erkältungskrankheit. Wie sieht es aus? Wie darf man MMS verstehen? Ist das wirklich ein Mittelchen? Wenn man jetzt die Symptome hat, eine tropfende Nase oder sonstiges,
ist das ein Mittelchen, was man vorbeugend vielleicht zu sich nehmen sollte? Also Folgendes, es gibt ein Allheilmittel, gibt es in der Heilkunde nicht, ja? Ein Allheilmittel, das gegen alles hilft, ja? Da bin ich etwas immer sehr vorsichtig und zurückhaltend, denn wie ich mit der Homöopathie begonnen habe, habe ich gemeint, jetzt heile ich die ganze Welt, und die ersten Erfolge, die ich hatte, musste ich dann im Nachhinein sehen, das kann nie das Mittel gewesen sein, weil ich draufgekommen bin, ich habe mich völlig geirrt in der Mittelauswahl, ja. Es gibt bei der Heilung, spielen ja viele andere Faktoren mit. In dem Moment, wo wir eine Heilmethode einsetzen, in diesem Moment, schauen wir nur auf das Heilmittel. Wir blenden dann ebenso alle anderen Dinge aus. Der Zustand der Familie, die Harmonie, die Lebensweise. Menschen, die sich mit Gesundheit mehr beschäftigen, also nicht die Menschen, die nur zum Arzt gehen und keine Zweifel haben und keine Skepsis und kein Nachdenken und keine Fragen haben. Ja, sie fühlen sich dort auch wohl, ja. Die kriegen Impfungen und kriegen Medikamente und auch wenn sie krank sind, registrieren das nicht so, sondern fühlen sich dabei wohl. Und so gibt es bei den Homöopathen und bei den Kneipianern und bei den Akupunkteuren und was immer an Heilmethoden gibt. Und so ist es auch mit MMS, ja. Und selbstverständlich, die es eingesetzt haben und damit jetzt, sagen wir mal vorsichtig, erfolgreich waren, müssen wir auch lernen, wie ist der einzelne Fall. Da haben wir Bart, der muss jeden Einzelfall beurteilen. Nicht nur den Menschen, der ein besonderer Einmaliger ist, sondern auch die Situation immer mit einbeziehen. Warum ist der? Warum ist der gesund und warum ist der krank? Denn es gibt in Wirklichkeit, gerade bei den akuten Erkrankungen, Erkältungskrankheiten, ja immer den wichtigsten Satz überhaupt. Es gibt nur zwei Krankheiten, leichte und schwere. Es gibt Menschen, es kommt darauf an, wer ist der Kranke. Nicht, wie heißt die Krankheit. Es ist ja nicht so, dass ein gesunder, durchtrainierter Mensch Angst haben muss, dass er morgen eine schwere Grippe hat. Sondern einer Gesunder, der sich gesund ernährt, der genug schläft, der man sagen kann, der lebt gesund, der wird nicht so schwer krank. Das blenden wir völlig aus, ja. Wir heben die Krankheit an die Spitze. Wir stellen die Krankheit an die Spitze. Das ist Grippe, das ist grippaler Infekt. Das ist Masern, das ist Keuchhusten. Und das kann gefährlich sein und das ist potenziell tödlich. Und denken gar nicht an, wer ist der Kranke, ja. Und das ist das Wesentliche. Und wenn natürlich Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, die haben ein ganz anderes Bewusstsein für die Gesundheit. Die leben anders. Die denken anders. Die haben eine andere Lebensordnung. Die haben einen anderen Lebensplan. Das macht ja den Unterschied aus, nicht? Und wir neigen natürlich dann sofort eine Methode und ein Heilmittel. Bei chronischen Krankheiten ist ja die Tatsache so, und das darf man nicht vergessen, hängt der Erfolg von drei Faktoren ab. Zum Beispiel, ich habe ein chronisches seelisches Leiden, ja, oder ein chronisches Verstimmung meines Organismus in Form von Magengeschwüren, ja. Die Heilung hängt ab von drei Dingen. Erstens vom Patienten selber. Wie sieht er seine Krankheit? Wie ist seine Mitarbeit? Wie ist sein Verständnis? Und wozu hat er Vertrauen? Was liegt ihm? Das zweite von der Person des Therapeuten. Das heißt, zweite Stelle, wie ist der Arzt oder wie ist der diese Methode vertritt? Persönlich liegt er mir? Hat er zu mir Vertrauen? Habe ich zu dem Vertrauen? Ist diese Person, die sagt, der kann mich blind vertrauen, von dem erwarte ich alles? Und erst an dritter Stelle ist die Methode. Ja, das betrifft also insbesondere die chronische Krankheiten, aber ist zum Teil auch für akute Krankheiten treffen, ja. Also, wir müssen da kritisch werden und denken, ja. Und dann zu sagen, andere sagen, ich nehme gegen die Grippe, nehme vorbeugend immer Echinacea. Ich rate meine Patienten Aconit D30, wann immer eine Unterkühlung erfolgt ist. Du hast noch nicht die Krankheit, sondern die Kinder kommen herein mit kalten Händen und blauen Lippen. Na, dann bitte gebe ich das.
und so weiter. Und dann und ein anderer schwört auf einen Schnaps am Abend. Also ich möchte nicht sagen, dass alles gleichwertig ist, ja. Aber das muss man denn wissen, da spielen so viele Faktoren mit. Ja? Und MMS, also ich habe das jetzt ein bisschen nachgelesen, ich meine, ich arbeite nicht damit, oder bis jetzt habe ich nicht damit gearbeitet. Also eines aber sage ich im Vorhinein schon, ein Allheilmittel gibt es nicht. Ja? Aber es hat jede Substanz hat seine Bedeutung. Nicht? Wenn ich daran denke, das Magnesiumchlorid, das ist eigentlich das MS, das MMS ist ja das Calciumchlorid, so viel ich weiß, das also eine Welle gegeben, ein französischer Arzt, der hat die schweren Tetanusfälle mit Magnesiumchlorid zur Heilung geführt, ja. Und da muss man also sagen, dass es für viele Dinge das Heilmittel ist, aber sicher nicht für jeden Menschen und sicher nicht für jedes Leiden. Das ist meine Sicht heute nach 40 Arztjahren. Dann gibt es das Echinazin, was ich in einem Pflegeheim gehabt habe. Das hat man schon vorbeugend im Herbst gegeben und das bis Dezember, Januar durch, jeden Tag. Ja, und das ist also das Echinazea, was ich schon erwähnt habe. Ne, der Sonnentau ist ja in der Homöopathie in Verwendung und Echinazin ein Phytotherapeutikum. Das ist also ganz richtig. Was ist es? Weil die akute, schwere Vergiftung mit Echinazin erzeugt ja praktisch die Schmerzen, die wir bei Fieber haben. Die stechenden Schmerzen, die Glieder, die Brustschmerzen. Also es ist praktisch ein Grippemittel von vornherein schon, auch in der Homöopathie verwendet. Ja. Automatisches täglich zu geben, halte ich für oberflächlich. Sondern ich sage, es ist immer dann zu geben, wenn heute eine Unterkühlung war oder Überanstrengung und die Kälte spielt eine gewisse Rolle. Dann ist es sinnvoll. Aber automatisch von 17. Oktober bis zum 14. Februar das täglich zu geben, ja gut, dann ist es wirklich auch ein, wo Sie vorhören, dann fällt das unter Vertrauen und unter Glaube. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, wenn wir einen festen Glauben haben und damit uns sicher fühlen, da fallen viele Ängste weg. Und insofern muss man dann auch sagen, ja, das ist also, ich will also nicht diesen Begriff Placebo in diesem Zusammenhang nehmen, sondern wenn ich Frieden habe, dann ist das natürlich als Vorbeugung ein ganz wichtiges Moment. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht in diesem Pflegeheim, da war fast nie jemand in einer Erkältungskrankheit, aber andere Pflegeheime, da war der Schnupfi immer an der Tagesordnung. Warum? Ja, kann ich nicht sagen. Echinazin hat da geholfen, so hieß es von der Heimleitung aus. Ja. Und also ich glaube, dass der Klaas Glatze der Faktor war, der beruhigende Faktor war, glaube ich. Danke. Ich habe ja meine Patienten eh geliebt, also so ist das ja nicht, ne? Ja, und wie gesagt, in MMS, das nochmal ganz kurz am Rande. Diese Familie, die kenne ich heute noch und ja, die nehmen das prophylaktisch ein und dort gibt es auch solche Erkrankungen. Natürlich aus meiner Erfahrung kenne ich zahllose Familien, wo das seit Jahren immer nur so gehandhabt wird und kommt gar nichts mehr anders in Frage. Ja? Es geht ja darum, Das dürfen wir bitte nicht sagen. Es geht nicht darum, was kannst die Methode, sondern welche Methode ist nicht nur nützlich und effektiv, sondern tatsächlich effektiv, sondern schadet nicht. Ja? Also ich kann ja sagen, ja, bitte, und dann finde ich Ausreden, warum es dann nicht funktioniert. Ja? Aber es geht darum, dass wir nachdenken müssen. Erstens einmal, so heißt die klassische Regel in der Heilkunde. Primo nihil nocere. Zuerst einmal keinen Schaden anrichten. Also, wir müssen nicht schädliche Medikamente nehmen. Fieber, Grippemittel, die Hirnhautentzündungen hervorrufen können, bitte. Antibiotika, die tödlich sein können, ja. Die darf ich ja zunächst einmal gar nicht geben. Primo nihil nocere. Zweitens, secundum cavere. Das heißt, an zweiter Stelle noch feiner beobachten. Was ist wirklich da? Verstehe ich die Krankheit? Warum ist er jetzt krank? Was habe ich zu tun? Sorgsam pflegen, betreuen, aufmerksam begleiten. Und erst an dritter Stelle tertium sanare. Erst an dritter Stelle heilen, ja? Oder helfen, ja? Und das bitte wird heute im Allgemeinen in dieser oberflächlichen Zeit und in dieser ungeduldigen Zeit, in dieser schnellen Zeit, fast nicht, sondern
wie kriege ich diese Grippe, diesen Schnupfen, diese lästige Angina so schnell wie möglich weg, ja. Und natürlich da unterscheiden sich die Menschen, ja. Aber eines ist einmal ganz klar, Heilmittel, die nur einen Scheineffekt haben und in Wirklichkeit den gesunden Körper angreifen, die sollte man erst als Ultima Ratio, als letzten Versuch überhaupt in Erwägung ziehen, ja. Und da mit schlechtem Gewissen. Aber im Allgemeinen ist es heute umgekehrt. Sofort antibiotisch. Die Patienten selber lagern Antibiotika zu Hause. Und wenn sie was haben, nehmen sie sie selber. Das darf man nicht vergessen. Und sie rennen zur Grippeimpfung spontan hin und bitten um die Grippeimpfung, weil ihnen versprochen wird, dann habt ihr keine Grippe. Ja. Das ist also, aber das ist für die oberflächlichen Menschen. Menschen, die tiefer denken, die überhaupt nachdenken, die einen anderen Horizont haben. Da sieht es ja anders aus. Ja, ich selber nehme überhaupt kein Antibiotikum. Ich habe vielleicht 2-3 Antibiotika Kurs gemacht aufgrund meines Kindesalters von Eltern aus und muss sagen, natürlich habe ich ab und zu mal einen Schnupfi, aber das ist jetzt nicht das Dramatische. Ist nicht schön, aber man bekommt's. Ich glaube, der Roman hatte, glaube ich, eine Frage, er hat zumindest geleuchtet mit dem Mikrofon. Roman, bitte. Ja, ich habe eine sehr interessante Frage. Zuvor möchte ich vielleicht auch noch, weil der Klaus ja das MMS angesprochen hat, auch noch ein sehr tolles, positives Beispiel bringen, wie toll das MMS gegen wirklich alle Infektionen zumindest eine Wirkung zeigt. Ja. Also an die 80-90% der Autisten hat man ja festgestellt, dass sie auch an parasitären Einflüssen leiden. Und wenn man dann mit MMS bei denen einen Einlauf gemacht hat, dann waren das eigentlich wieder halbwegs normale Menschen. Und ja, die Frage jetzt vielleicht noch zurückzukommen, weil das ist ein Ereignis von Impfphänomenen, die ist noch so jung, so 1,5 bis 2 Jahre erst. Da geht es um den Gebärmutterhalskrebsimpfung. Da ist man ja dann noch und später auch noch, nicht nur, dass eben schon ein paar arme Dirndln sterben müssen, noch ein Jahr, dann auf einmal, dass auch Buben diese Impfung bekommen sollen, wo die nicht einmal einen Gebärmutterhals haben. Können Sie da vielleicht Beispiele geben, wie man da die Eltern aufklären kann, dass sie es verstehen, warum diese Impfung unsinnig ist? Naja, gut. Erstens einmal ist einmal jede Impfung unsinnig, ja. Aber um genauer auch hier diesen Punkt, nicht Sie jetzt abgesehen von den Erkältungskrankheiten, das heute das Thema wäre, wäre mir lieber dabei zu bleiben, weil es so eminent wichtig ist. Aber wenn wir schon dabei sind, dass diese Impfung vor Gebärmutterhalskrebs schützen soll, ist eine reine Spekulation. Die Impfung heißt ja HPV, humane Papillomvirus, die ist nur getestet worden gegen Genitalwarzen. Weil nun bei Genitalwarzen und bei Gebärmutterhalskrebs ähnliche oder gleiche Viren diagnostiziert wurden, ich habe schon angedeutet, dass die Frage der Diagnose der Viren ohnehin im Schwanken ist und auch bei Weitem nicht exakt ist und bei Weitem nicht erforscht ist, ja, sondern man postuliert ganz einfach, ja, man behauptet und sagt, man nimmt an und ich gehe davon aus, dass dieses Virus dasselbe ist und dass das die Ursache ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das Virus selbst ist nicht die Ursache, sondern hat hier bei dieser Erkrankung sowohl bei den Genitalwarzen wie auch bei der Gebärmutter eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und ist selbst nicht die Ursache. Aber das ist ja der Sinn, dass die das uns als Ursache hinstellen. Aber etwas viel Schlimmeres, der Impfstoff ist ja noch keine 15 Jahre da. Und zur Entstehung bis zum Gebärmutterhalskrebs brauchen wir mindestens 30 bis 35 Jahre, um überhaupt sagen zu können, ob dann der Gebärmutterhalskrebs weniger geworden ist. Sondern man sagt, Genitalwarzen wirkt da, da ist das Virus Nummer 16, 19, 21, 17, 8 und daher wirkt das gegen das Virus und daher können wir auch voraussagen, obwohl sie überhaupt noch keine Zahlen haben, obwohl noch keine beobachtet wurden, dann sagen wir, ja, und daher ist es auch gegen Gebärmutterhals. Und wenn man heute Krebs sagt, eine Impfung gegen Krebs, ja bitte, dann bitte sind wir ja praktisch an der liebe Gott und der Erlöser von Krebs und da braucht man nicht mehr sterben. Ja. Und jetzt wird den Kindern, den Eltern gesagt, bitte, willst du es verantworten, dass deine Tochter eines Tages an Gebärmutterhalskrebs stirbt? So brutal ist die Werbung, ja.
Ja, so brutal ist die Werbung. Und welche Eltern, welche Mütter, welche Väter sagen, bitte, ich möchte nicht die Schuld daran haben, nicht, dass eines Tages, ich bin 70 und meine Tochter ist 40 und hat Gebärmutterhalskrebs und wirft mir dann vor, sie muss sterben, weil du, lieber Papi, mir die Impfung verweigert hast. Ja, so primitiv ist die Werbung. Wir haben überhaupt noch keinen Beweis, wir haben überhaupt noch keine Zahlen, dass diese Impfung überhaupt vorgebracht wird. Und jetzt etwas anderes. Der größte Teil jener Frauen, die Gebärmutter, ich möchte nicht sagen alle, aber der größte Teil, kommt aus dem Prostituiertenmilieu. Der Gebärmutterhalskrebs, wie überhaupt Krebs, hat ja eine Reihe von Ursachen. Nicht so einfach, wie es der Leiter der Dr. Hammer macht. Sondern, da gehört dazu, denken Sie, was machen die Prostituierten? Nachtarbeit. Zahlreiche Partner pro Nacht, Sexualpartner. Die nehmen Drogen, die nehmen Alkohol, die rauchen, sind von der Gesellschaft ausgestoßen, sind gedemütigt, sind der Abschaum der Gesellschaft, obwohl man sich ihrer bedient, die Heuchelei. Ja? Und in diesem Schicksal, mit diesem Schicksal und mit dieser Lebensweise, da muss ja was passieren in diesem hochsensiblen, empfindlichen Bereich, das an sich nur für die Liebe, liebende Vereinigung und für die Weitergabe des Lebens gedacht ist von der Natur und nicht für die Zerstörung dieses empfindlichen Bereiches, ja. Und das dann, wenn dieser Körper aufgebraucht ist, endgültig vergiftet, endgültig zerstört ist, dann treten dort Krebszellen auf. Das ist ja nicht so, da kommen plötzlich Krebszellen kommen dorthin, ja, und dann haben wir ein Virus und dann können wir das Virus besiegen mit unserer Impfung. Also das ist ja primär der Fehler, dass wir uns mit so oberflächlichen Thesen verführen lassen, ja, und dass das einfach als bare Münze nehmen, wobei die Werbung ja raffiniert ist und gemeinst ist, ja, und völlig daneben ist. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Großteil der Ärzte, Das, die machen mit. Die Frauenärzte in dem Kühlschrank haben sie den Impfstoff und dann bitte ist jetzt ein gewaltiges Zusatzeinkommen, weil die kosten nicht wenig, ja? Und ich hoffe, dass die jetzige Regierung in Österreich zumindest diesen Impfstoff nicht mehr bezahlt. Nicht? Und dann kommen sie noch dazu, ja, auch die Buben mit 9 Jahren müssen nicht nur, weil sie keine Gebärmutter haben, sondern es könnte ja sein, dass sie dann unter ihrer Vorhaut das böse Krebsvirus haben und beim ersten Sex übertragen sie das Virus auf den Genitalbereich dieses Mädchens, mit dem sie den ersten Sex haben. Und dann kriegt das Virus, das schlummert dann 20 bis 30 Jahre in der Gebärmutter. Und dann irgendwann schlägt es zu und zerstört das Leben. Bitte solche schwachsinnigen Argumente. Oder Sie sagen, ja, außerdem schützt es gegen Peniskrebs. Bitte ein Ereignis unter Millionen Menschen. Gibt vielleicht einige Fälle, aber das sind bitte Menschen, die hochbetagt sind. Ja, also eine völlig unsinnige, dass wir die ganze Bevölkerung impfen müssen, wenn es unter Millionen, eine Handvoll vielleicht gibt, die übrigens in diesem hohen Alter ja nicht zum Tode führt. Ja. Also und in jedem Stadium kann man, wenn wirklich dort Krebszellen oder Geschwüre auftreten, kann man die heute entfernen, aber Peniskrebs stirbst du nicht. Ja. Aber dieses Wissen fehlt und das wird überhaupt nicht diskutiert und kommuniziert, sondern die Werbung reicht. Wir haben jetzt ein Mittel und bitte, dieser alte Satz kommt da zum Tragen. Was wir gerne haben, das glauben wir gerne. Das hat schon Julius Caesar gesagt. Was wir gerne hätten, das glauben wir gerne, ja? Gut, das ist kurz, also völlig sinnlos und gefährlich, die Impfung, weil wir noch gar nicht wissen, wenn wir da hier in diesem endokrinen Bereich, in diesem Intimbereich und doch dazu, wo die eine große Rolle spielt, die ganze Hormonsituation durcheinander bringen, was das in Wirklichkeit anrichten wird, wo es nicht die üblichen Nebenwirkungen, die wir bei allen Impfungen haben, natürlich gibt's, und was sonst an Fruchtbarkeit und schließlich an Krebs vielleicht in der Brust und egal was als auslösen wird, abgesehen davon, dass die Gebärmutterhalskrebs ja da ein sehr seltener Krebs ist, sind ja viel die Brustkrebs, das ist häufig, der Darmkrebs bei Frauen, der Magenkrebs bei Frauen, der Lungenkrebs bei Frauen, erst unter ferner liefen ist die Gebärmutter, aber dann sagen sie ja, 100 Frauen, mehrere 100 haben das. Ja, bitte, wenn man das so hinwirft in der Öffentlichkeit, dann bitte muss jeder für die Gebärmutterhalskrebsimpfung sein.
wirkliche Vorbeugung, Aufklärung, wozu wir den Körper haben, wozu diese Organe sind, wozu der Mensch, wozu es überhaupt Mann und Frau gibt, für welchen Bereich überhaupt die sexuellen Organe gedacht sind, ja, und damit behutsam umzugehen, ja. Aber bitte, wir können heute einen Impfstoff erzeugen und dann brauchen wir uns über alle diese Dinge keine Sorgen machen, sondern wir nehmen den Eltern die Sorgen weg, ja? Ja, es ist ganz einfach. Ich habe vielleicht noch eine Frage wegen den Grippeimpfstoffen. Also diese Frage ist halt, ja, weiß nicht, ob man sie wirklich ernst nehmen kann, diese Frage, aber sie macht doch Angst, die Frage, weil sie rumgeistert in vielen Menschen schon. Es geht dort darum, dass behauptet wird, weil gerade die Grippeimpfstoffe die meist benutzten Impfstoffe ja sind, gerade in Winterzeit sehr begehrt, dass da so eine Art RFID-Chips dann drinnen sein sollen. Ist da schon von der Technik her dies möglich und muss man sich da schon drüber Gedanken machen oder ist das eher mehr Panikmache? Naja, schauen Sie, Panik macht die Impfindustrie. Wir kleinen Leute, die übers Impfen sind ja immer die Minderheit. Wenn betrifft das, vielleicht schauen Sie in Facebook nach oder in bestimmten Internetforen, in anderen, ja. Aber dass die Impfgegner da Panik mache, ist lächerlich. Sondern die große Panik macht die Industrie und die Ärzteschaft machen die Panik. Die große Panik, ja. Die verheerende Panik, ja. Also, das bitte das richtige Gleichgewicht stellen, ja. Das ist immer das eine. Und das zweite, warum ist der Grippeimpfstoff so gefragt? Weil der alle Jahr gegeben wird, ne? Masern, einmal Auffrisch und Grundimpfung, Grundimmunisierung, sagen sie, dann Auffrischimpfung und nach 10 Jahren noch einmal Auffrisch, aber das ist dreimal und dann war's schon, ne? Tetanus, alle 10 Jahre sagen sie, andere sagen alle 5 Jahre, im Alter noch öfters, aber das ist nicht alle Jahre, sondern der Grippeimpfstoff ist deswegen so begehrt und so ein Riesenmarkt, obwohl wenige Menschen zur Grippeimpfung hingehen, ja, aber immerhin alle Jahre. Die kommen in die Altenheime und die kommen, das geht jedes Jahr, das Geschäft. Natürlich ist der Grippeimpfstoff und bitte, so, mein erster Impfschaden, den ich erlebt habe, über eine Patientin von mir, sie hat gebeten, gegen die Grippe zu impfen und sie ist nie mehr aufgetaucht bei mir, aber nach 2 Jahren hat sie mich auf der Straße begegnet und hat mir vorgeworfen, dass ich sie gegen Grippe geimpft habe. Sie war ein Jahr lang schwer krank, ja. Und Impfschäden nach der Grippeimpfung ist ja bekannt. Und was Sie nicht wissen, dass der Großteil der Ärzte von der Grippeimpfung gar nichts halten. Die gehen ja selber nicht zur Grippeimpfung hin. Ja? Am wenigsten die Chirurgen. Ja? Aber diese Dinge sind einfach in der Allgemeinheit nicht bekannt. Was die Nanochips und alle diese Dinge betrifft, der Verstand verstehe ich gar nichts. Ich sage nur, wenn ich zur Grippeimpfung nicht hingehe, dann interessiert mich weder das eine noch das andere. Ja, sehr schön. Vielleicht mal sozusagen ein Mittel, was so auch heilen kann, wie der Sternanis. Haben Sie schon mal davon auch was gehört, dass der Sternanis gegen solche Erkältungserscheinungen helfen kann? Naja, es gibt sicherlich ganz viele Heilmittel. Ja? Schauen Sie, die Leute ist vor unserer Zeit, vor 1950 und vor 1800 hat es auch immer Menschen gegeben, die gegen Grippe auch Heilmittel gehabt haben. Wir tun ja heute so, dass wir zum ersten Mal Heilmittel einsetzen würden, ja. Das ist, manchmal wird uns so eingeredet, jetzt ist die moderne Industrie da und die Forschung und die Wissenschaft und die moderne Medizin. Und jetzt tun wir zum ersten Mal was gegen Grippe, bitte. Die Leute waren ja 2000 Jahre vorher auch nicht dumm, ja. Einmal das eine. Was wirklich das Heilmittel Nummer 1 ist, erkennen, nachdenken, warum habe ich jetzt die Grippe? Das ist nicht ein Zufall, das ist nicht ein Dämon, das ist nicht ein geheimnisvolles Ding, die Grippe, sondern das ist die Folge einer Erkältung, die in der kalten Jahreszeit auftritt. Nichts Neues unter der Sonne. Seit Hunderten von Jahren ist das immer dasselbe. Ja? Das Erste, das ist mal wissen, warum, da brauche ich schon mal keine Panik bekommen. Das Nächste ist, ich muss jetzt körperlich mich schonen. Ich rate immer einen Tag ins Bett, überhitzen,
2 Tage körperlich schonen und so geht's am schnellsten vorbei. Aber das ist heute nicht gefragt und wir suchen alle Zaubermittel und dann schnell auf keinen Fall fiebersenkende Medikamente und noch weniger Antibiotika. Und wenn Sie ins Spital kommen mit einer Grippe, da haben Sie auch Bettruhe und vielleicht liegen Sie 3 Wochen dort und brauchen nichts anderes tun mehr, nichts mehr denken, gar nichts mehr, nicht? Aber oft ist uns um diesen einen Tag schade, ja? Und bei jeder Grippe müssen wir dazulernen. Warum habe ich jetzt die Grippe? Und Sie reden uns ein, die Industrie und die Impfindustrie und die Antibiotika und die ganze Moderne reden uns ein Virus, ja? Aber es ist nicht das Virus. Das Virus ist dabei. Das spielt eine große Rolle für die Heilung. Das ist unser Freund, genauso wie die Bakterien. Und das ist das Entscheidende. Aber es wird uns so geheimnisvoll, und da wird uns Angst gemacht mit einem übernatürlichen Wesen, mit einem unsichtbaren und gefährlichen, feindlichen Individuum, das auf uns losgeht. Das ist ja völlig absurd, solche Gedanken. Aber die einfachen Leute, die nicht nachdenken, vor allem die oberflächlichen Menschen, die überhaupt nichts nachdenken, mit diesen Parolen kann man natürlich die Leute dann das Blaue vom Himmel erzählen. Ja, mir hat das so gefallen von Ihnen, wie Sie das mit dem Bad am Morgen uns erklärt haben. Ich mache meine Ohren immer wirklich ganz weit auf, wenn es darum so Lösungen geht und so kleine Heilmittelchen. Und falls Sie vielleicht noch irgendwelche Tipps haben, wie man, weil ja das Thema heute eben gesund durch den Winter ist, noch etwa ein paar Tipps haben, wie man durch den Winter gesund kommt, was wir nicht erwähnt haben, würde ich mich freuen. Ansonsten gebe ich dann jetzt gleich wieder zum Klaus weiter oder vielleicht ruft ja noch ein paar Zuhörer auf, vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen. Dankeschön. Gut, gerne. Danke. Vielleicht ganz kurz noch schnell. Der Winter ist die Zeit, wo es früher finster wird, wo es draußen kalt ist. Warum müssen wir im Winter genauso leben wie im Sommer, bis 11 Uhr nachts arbeiten? Das wäre die Zeit, wo wir unseren Körper mehr schonen, ja? Wo wir auch ein bisschen mehr nachdenken. Denken wir sogar an die Adventzeit. Hat es einen Sinn gehabt? Und die Adventzeit hat früher, war auch Fastenzeit. Ja? Fastenzeit. Das hat bedeutet, nicht nur weniger Fleisch essen und weniger sich anhauen mit Fressereien und mit unnatürlichem Leben, sondern einfach zu leben, die Fastenzeit, sich vorzubereiten auf ein Fest, ja. Die Fastenzeit, wo man ruhiger wird, einfacher wird, ja. Also, das hat ja alles seine fantastische Ordnung gehabt und seinen Sinn gehabt, ja. Und, diese Dinge gehören ebenso dazu zur Vorbeugung. Und natürlich haben wir Heilmittel. Ich arbeite mit der Homöopathie. Ich habe in meinem Buch Homöopathie für alle, praktische Hilfe im Alltag, habe ich auch im Anhang dazugefügt, die Wasseranwendungen bei Erkältungskrankheiten und die Erkältungskrankheiten in diesem Buch sehr deutlich dargestellt. Das Buch heißt Homöopathie für alle, im Michaels Verlag, eben Dr. Leubner ist der Autor und da habe ich also sowohl zahlreiche Grippemittel drinnen und die Grippe auch ausführlich dargestellt und auch die Vorbeugung ist da drinnen, beziehungsweise vor allem auch die Heilmittel, die wir da zu geben haben und das Verständnis mit der Wassertherapie. Wenn Sie das richtig machen, dann können Sie richtig sich freuen, dass es einmal eine Grippe gibt, in Ihrer Familie oder bei Ihnen, weil die in 2 Tagen, 3 Tagen, wenn Sie das richtig machen, wieder vorbei ist, ja. Aber das ist, was ich Ihnen als Tipp empfehle. Aber die ruhiger werden und kleiner werden und stiller werden in der kalten Winterzeit und entsprechend dann anpassen, das wollen wir nicht vergessen. Ja, es wird hier noch gepostet im Chat von Erdling, was gut ergänzend ist, ist der Rettich, wird hier geschrieben. Dann auch Sprossen und auch, ich schätze, die Rotrübe ist das. Ich würde sagen, ich werde mal die Zuhörer hier nochmal raufholen und hier begrüßen. Vielleicht kommt ja doch noch eine oder andere Frage. Das ist einmal der Wurm Makroboss, einen wunderschönen guten Abend. Lisa Sonnenschein, das ist ein schöner Name. Und die Hibiska ist bei uns. Und der Falkon auch und natürlich Erdling auch. Und vielleicht ist jemand von euch da am Mikrofon und möchte noch sich hier kundgeben. Und wenn ich hier oben sein möchte, darf sie natürlich wieder herunterklicken.
wir wollen hier keinen nötigen zum Reden, sondern ihr habt ja auch die Möglichkeit, mit Dr. Leubner ins Gespräch zu kommen. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Vielleicht mal kurz flackern. Hier, ja, da ist die Hibiska und noch wer hier im Raum, der vielleicht noch was mitfragen möchte. Okay, dann erstmal die Hibiska und sag einen wunderschönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, also Sternanis ist ein Grippemittel. Also meine Nachbarin, die ist Schamanin und die arbeitet ja auch so sehr viel mit Menschen und die bekommt manchmal eben durch den Kontakt, wie sie sagt, steckt sie sich auch an und da hat sie so Grippesymptome. Und die hat Sternanis sich besorgt und nimmt das und hat gesagt, dass das ziemlich schnell wirkt in 1 bis 2 Tagen. Also mit Bettruhe ist dann wirklich so ein arger Anfall vorbei. Und dann hat sie ihm erzählt, dass damals, wo die Vogelgrippe war, hat ein Pharmakonzern den kompletten Sternanis aufgekauft und hat dann eben dieses künstlichen Sternanis Wirkstoff erzeugt. Und da gab es dann so ein Medikament, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Dieses wurde ja gegeben oder hatte ja arge Nebenwirkungen, weil es eben nicht ein natürliches Sternanis war. Dann, also ich habe für mich entdeckt kolloidales Silber. Das habe ich schon ein paar Mal genommen. Das wirkt sehr gut, eben wie immer man das bezeichnet, ob das jetzt Viren, Bakterien, Keime oder was auch immer ist. Ich weiß schon, dass ich oder wann ich Ruhe brauche und die nehme ich mir auch. Trotzdem, wenn man ein Mittel hat, das diese Begleitsymptome, diese unangenehmen, schneller irgendwie handhaben kann oder schneller wegdrängt, zum Verschwinden oder Abklingen bringt, dann ist das einfach angenehm. Und gut, es gibt, wie ich schon gesagt habe, viele Heilmittel und die Menschen zu allen Zeiten haben also schon Heilmittel gewusst, ob das die Indianer waren oder die Inder, das ist ja alles nichts, das ist ja nichts Neues. Und natürlich die Industrie versucht uns einzureden, nur mit Tamiflu und Relanza. Die beherrschenden Mittel und die Regierungen haben gekauft, Millionen hinausgeschmissen beim Fenster, draufgekommen ist man, dass es überhaupt nichts nützt. Aber das ist nun einmal die Welt des Geldes, ja. Aber viele Heilmittel, viele Pflanzen gibt es. Und wenn der Klaus erzählt von Rettich, ich ergänze immer Rettich, Krenn, insbesondere Knoblauch, das sind die wichtigsten Mittel, um überhaupt, also, gutes System zu haben, das ganz einfach die Wärmetemperatur reguliert, ja. Also ich halte sehr viel davon und in der kalten Zeit wenig Milch zu trinken und kaum Käse zu essen. Aber das ist der größte Feind, der unser Abwehrsystem oder unsere Gesundheit angreift, ist der Zucker, ja. Aber Heilmittel, es ist richtig, Heilmittel braucht der Mensch und findet sie. Und es gibt also wie Hibiska, nicht wie Hibiska, wie der Sternanis, viele andere Dinge auch und jeder Patient, der damit Erfahrung hat, der schwört drauf und mit dem geht es ihm gut und ist ja nicht so was Schlimmes. Ist ja die Grippe, bei uns ist in den meisten Fällen ja nicht so ein Thema, aber sie sagen, ja, 1000 Menschen sterben jährlich an der Grippe, bitte. Mit dem Sterben machen sie uns alle Angst. Sie sagen, dann brauchst du nicht sterben, die uralte Versuchung. Wir sterben alle einmal. Die sterben alle einmal, ja. Natürlich als Heilkundiger, und wenn ich eine Heilmethode anpreise, dann möchte ich sagen, bitte bei mir, bei meiner Methode braucht niemand zu sterben, ja. Na, bitte, also, das, bitte, wenn ein Mensch, der schon am Ende ist, ob er jetzt im Krebs im Endstadium ist, oder im Schlaganfall im Endstadium, oder im Zuckerkoma ist, und es kommt eine schwere Unterkühlung dazu, und dann kommt das Ende, dann ist nicht ein gesunder Mensch an Grippe gestorben, sondern es ist ein Sterbender, ist dann schließlich an einer Unterkühlung dann, hat das Ende gefunden. Aber bitte so weit wollen wir gar nicht reden. In den meisten Fällen ist ja die Grippe eine Sache von wenigen Tagen, wie die Dame eben vorher schon gesagt hat. Und
schwer oder länger kann sie dauern bei sonst kränklichen Menschen. Wenn Menschen sind, die schwer zuckerkrank sind, die schwer leidend sind, viele Medikamente nehmen, Dialysepatienten, da ist natürlich jede Grippe und jeder Schnupfen und jeder Husten ist da eine Gefahr. Aber nicht an sich die Grippe ist die Gefahr. Ne? Wie schon gesagt, eingangs, es gibt nur zwei Krankheiten, leichte und schwere. Interessiert uns nur, wer ist der Kranke? Die Krankheit selbst ist nicht das Problem in erster Linie, sondern wer ist der Kranke? Wie sind seine Pflegebedingungen? Wie ist seine Vorgeschichte? Wer ist der Kranke? Ja? Gut, das also kurz. Aber bitte, dass wir, jeder hat seine Sympathiemittel, die er schwören kann, aber warum nicht? Ja? Bis da, gibt es da noch Nachhaken so von dir? Ja, also ich kenne auch ein Mädchen, das hatte Gebärmutter-Halsimpfung, eben diese Papilloma-Impfung, und die hat eine wahnsinnige Impfreaktion gehabt, die war in Lebensgefahr. Die musste einige Male ins Spital gebracht werden. Die hatte dann so ein arges Blutbild, das ist völlig außer Kontrolle geraten mit den weißen und roten Blutkörperchen. Und musste dann mit ganz allen Medikamenten irgendwie stabilisiert werden. Ja, also irgendwie schlimm. Und also ich habe mich auch nie Zecken impfen lassen. Ich habe sicher in meinem Leben schon 100 Zecken gehabt. Hatte auch nie eine Angst davor. Aber Borrelien, gegen die gibt es keine Impfung und die sind ja das Problem in Wirklichkeit, denn also da hatte ich auch schon einmal so eine Wanderröte und habe irgendwie damit zu kämpfen und versuche auch natürliche Sachen zu nehmen. Aber das ist ja mittlerweile ein allgemeines Problem geworden. Ein Problem wie die Krankheit, wenn damit ein Geschäft gemacht wird. Ja, rote Flecken um den nach Insektenstich, das hat es immer gegeben und das war halt ein roter Fleck. Bei vielen Menschen keiner oder nur ein ganz kleiner. Und wenn der Mensch nicht ganz gesund ist oder nicht mehr so jung ist, dann dauert der Fleck länger. Aber sobald wir ein Antibiotikum haben und ein Mittel haben, um den Menschen Angst zu erzeugen, dann wird es das Problem. Ganz richtig. Das sind ja alle Dinge, die wir haben und das vergeht wieder noch nichts. Aber dann wird gleich gemacht, Borreliose, dann gehen wir zum Arzt. Wir gehen ja viel zu früh zum Arzt. Das wird man nicht vergessen, ja. Und wenn Sie vorher das Mädchen erwähnen mit der HPV-Impfung, der Skandal ist, dass die Ärzte dann darüber schweigen. Da ist nicht die böse Pharmaindustrie. Sondern dass das Problem ist, der Skandal ist, da wird ein junger Mensch, ein gesunder Mensch geimpft mit einem sehr fragwürdigen Impfstoff, mit einer fragwürdigen Spekulation und wird schwer krank und wird lebensgefährlich krank, muss ins Spital gebracht werden, übersteht viele behandelnde Medikamente und die Ärzte tun so, als hätte das mit der Impfung nichts zu tun. Das ist es, ja. Bitte, und das ist also das, was uns alle sehr bedrückt, dass wir diesbezüglich völlig vergessen, dass die Ärzte da hier an dieser Sache sich beteiligen. Ja, die Impfschäden, die werden scheinbar auch gar nicht geführt oder nicht gesammelt oder weitergegeben, weil ja dann immer heißt, das ist ja nicht bewiesen, dass das wirklich von dem ist, auch wenn es so unmittelbar nachher passiert, dass da so wahnsinnige Reaktionen sind. Es gibt natürlich Impfreaktionen, die kommen wirklich erst später, die sind dann noch schwerer zuordnenbar und so bleibt das ein Graubereich. Muss ganz richtig schauen. Die Ärzte sagen, das ist so und sie sind die Stärkeren und das ist so und ihr Laien versteht nichts davon. Und wenn wir das sagen, dann ist es so. Und schauen Sie, beweisen. Was will man beweisen? Das ist ja offensichtlich. Der ist ein gesunder junger Mensch, kriegt diesen Wahnsinnsimpfstoff, wird schwer krank. Und wenn wir da aber für die Impfung sind, dann sagen wir, das hat mit der Impfung nichts zu tun. So einfach geht das, denn wir sind die Ärzte. Wir sind die Stärkeren. Wir wissen es, ja? Ja, aber da muss man sich selber sicher sein und sehr viel wissen, weil diese Familie, die haben nämlich einige Kinder, die lassen jetzt keine mehr impfen,
weil die haben das verstanden, dass Impfungen gefährlich sind. Nur die anderen haben es deshalb auch noch nicht kapiert. Und die Aufklärung darüber, das ist ja so schwer, an die Menschen heranzukommen. Ja, wir sind ja leider noch in der Minderheit, aber dennoch, die Impfquoten gehen Gott sei Dank zurück, ja. Und die versuchen jetzt alles mit Panikmache und mit Hilfe der Industrie, mit Hilfe des Ministeriums, mit Hilfe der Ärzteschaft. Ja, aber insgesamt, gerade die heutige Radiosendung auch hier ist ein Beitrag, dass die Menschen durch Nachdenken beginnen und sie sind ja ohnehin sicher, die Menschen glauben ja nicht an den Schutz durch Impfung. Sie haben ja ohnehin Zweifel. Aber diese Übermacht aus Behörden, aus Ärzten und Werbung, da braucht es schon sehr lange, sich zu beschäftigen. Damit braucht leider bittere Erfahrungen, wie eben die Eltern dieses Mädchens. Ja, Hibiska, gibt's noch was? Sonst frage ich nochmal in der Runde. Hibiska, soweit in Ordnung? Ja, danke. Ja, danke dir erstmal. Ich frage nochmal in der Runde. Wir stehen 10 Minuten vor, 9 Minuten vor 22 Uhr. Gibt es denn noch eine Wortmeldung auch im Chat nochmal außen? Frage ich nochmal, gibt's bitte schreiben. Und ansonsten werden wir da heute nichts raus berichten können, obwohl der Chat ganz gut besucht war heute. Gibt es aber keine weiteren Fragen. Hier nochmal Erdlink bei mir, hier bei uns hier auf dem Server, im Sprachportal im Studio 1. Lisa Sonnenschein, Makroboss und auch der Wurm ist bei uns. Gibt es da noch irgendwie Anregungen? Mal flackern mit dem Mikrofon. Die Lisa ist da. Lisa Sonnenschein, guten Abend. Hallo miteinander, guten Abend. Ja, ich bin leider etwas zu spät dazu gestoßen und jetzt, ich habe aber glaube ich rausgehört, es geht auch um Homöopathie, oder? Ja, auch genauso. Herr Dr. Leubner hat schon einige Sendungen hier gemacht. Er ist ein Komplementärdenker, so sage ich mal. Die richtige Schulmedizin ist nicht die Schulmedizin, die wir heute als Schulmedizin sehen, sondern eigentlich die Naturheilkunde. So habe ich das auf jeden Fall von Dr. Leubner verstanden. Ja, dann kann ich da auch mal was berichten dazu. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt mittlerweile 11 Jahre alt und er hatte, also bis zu seinem, ja, 1,5 Lebensjahren hat er sehr viel Antibiotika bekommen, weil er ständig irgendwie Bronchitis, Husten, also der war ständig krank. Und dann ist er mit Antibiotika zugestopft worden. Und dann hat er irgendwann mal die echte, ich nenne es mal echte Grippe gehabt, also Influenza-Viren oder wie die heißen. Und da hat er dann 41 Fieber gehabt und jetzt haben die das Fieber nicht runtergekriegt. Und wieder Antibiotika und Antibiotika. Und irgendwann habe ich gesagt, so, mir reicht's jetzt. Weil das Kind ist mit Antibiotika groß geworden, habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Dann habe ich glücklicherweise eine Versicherung gehabt, eine Zusatzkrankenversicherung, wo Homöopathie mit abgedeckt ist. Und dann bin ich zu einer Homöopathin gegangen, zu einer sehr guten hier bei uns. Und dann hat die erst einmal die ganzen Gifte von diesen Medikamenten, Antibiotika und etc. ausgeleitet. Und dann hat er nur noch Globuli bekommen, also für jedes Schnüpfelchen, sage ich jetzt mal, oder für jeden Husten oder Magen-Darm, Fieber, keine Ahnung, was auch alles. Ich bin dann gar nicht mehr zum Arzt mit ihm gegangen. Und jetzt nimmt er seit, der ist jetzt 11. Und ich glaube, das letzte Antibiotika hat er bekommen vor 6 Jahren oder sowas. Weil ich nur noch, wenn der anfängt mit Grippe, Erkältung, irgendwas, grünes Sekret oder gelber Schleim, und Fieber und alles Mögliche, rufe ich sofort bei der Homöopathin an oder wir fahren hin und dann kriegt der Globuli und dann ist es innerhalb von 1, 2, 3 Tagen, also nach 2 Tagen merkt man schon eine Besserung und dann gibt es oftmals noch ein anderes, weil der Krankheitsverlauf sich dann verändert hat, dann wird der Schleim eben flüssiger und dann gibt es wieder ein Globuli zum Abhusten oder zum Rausschneuzen oder irgendwas. Also dann bin ich doch eigentlich an den Herrn Doktor eigentlich mit meinem Verfahren, Homöopathin und Globuli, mit meinem Kind gut bedient, oder? Das bestätigt Ihre eigene Erfahrung. Schauen Sie,
Wir dürfen unserer eigenen Erfahrung vertrauen. Wir können ja nicht nur lesen und schreiben, sondern wir haben einen Verstand und wir können auch Schlüsse ziehen. Das müssen wir nicht erst einen Wissenschaftler fragen, kann das richtig sein? Aus Ihrer Erfahrung war das Beste, was passiert ist. Und aus der ersten Erfahrung, dass die Antibiotika, dass es immer wieder krank gemacht hat, das bitte, das ist auch Ihre Erfahrung. Und das ist die Wirklichkeit und das ist die Wahrheit, ja? Und der natürlich nichts anderes gelernt hat als Antibiotika, der sagt natürlich Ihnen, das sei unverantwortlich und er muss das geben. Warum er sagt, er muss, vielleicht von der Industriehaus, dass er muss, aber weil er gar nichts anderes kennt, ja. Und wir gehen ja viel zu viel zum Arzt und wir müssen lernen, Homöopathie selber lernen, Kneippmedizin selber lernen, Vorbeugung selber lernen, warum Krankheit. Das ist ja, aber weil es ja auch viel bequemer ist und auch ein sogenannter sozialer Druck ist, du musst zum Arzt. Denn wenn du ein Kind hast, das 2 Tage krank ist und sie verständigen die Lehrer und sie verständigen die ganze Verwandtschaft und ihre Freundinnen, dann fragen die ab dem 2. Tag, ist er noch immer krank? Und am 3. Tag, ja bitte, wann holst du endlich einen Arzt? In der Meinung, der könne helfen, ja? Ja, es gibt auch Ärzte, die gibt auch wenige, ja? Aber es gibt einige gute. Aber der Großteil macht nur Antibiotika, Schema F, ja? Und Ihre Erfahrung, das ist, was zählt. Ihre Erfahrung war, dass er ab dann geht's ihm gut und er kommt jetzt damit durch und jetzt wird er groß und jetzt, und er wird auch selber in Zukunft auch selber immer nur bei der Homöopathie bleiben, ja? Aber darum habe ich ja das Buch geschrieben, Homöopathie für alle, damit jeder, der lesen und schreiben kann, der interessiert ist, der einen normalen, gesunden Verstand zu nützen, in der Lage ist, gewohnt ist, nachzudenken. Und damit wird es also wesentlich anders werden mit unserer Gesundheit. Und dann kriegen sie einen ganz anderen Horizont. Und die sogenannte echte Grippe, das sind ja Schlagworte von den Impfbetreibern. Es gibt ja nicht den grippalen Infekt und die echte Grippe, wie sie uns erzählen, ja. Bitte, es gibt gesunde Menschen und kranke Menschen, leichte und schwere Krankheiten. Und schwerkranke Menschen und leichtkranke Menschen sind nicht die Krankheit an sich schwer, sondern die Krankheit verläuft dann schwer, wenn es um einen kränklichen Menschen hat und wenn er schlechte Behandlung hat. Wenn er mit Chemie und vorgestopft wird, dann kann die Krankheit schwer werden, aber nicht von Natur aus, ja. Das darf man nicht vergessen. Und was der Klaus gesagt hat, muss ich noch kurz einwerfen. Ich bin kein Alternativmediziner. Ich bin ganz gewöhnlicher Arzt, der die Universität besucht hat, der im Spital ausgebildet wurde und der die sogenannte Schulmedizin kennt. Aber das war unbefriedigend für mich und darum habe ich mich fortgebildet und Homöopathie studiert und Kneipp studiert und studiere weiterhin die Krankheiten und die Gesundheit und mit allen möglichen, was sonst noch dazugehört, ja. Aber ich bin weder ein Querdenker noch ein Alternativdenker, sondern ich bin ein ganz normaler. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ein richtiger Arzt, ja, der nicht abhängig ist von der Industrie, ja. Gut, das wollte ich nur noch ergänzen. Dankeschön für die Verbesserung, auf jeden Fall. Ne, ich habe ja auch die Schulmedizin selber gemacht als Pfleger, fast 25 Jahre und selber sage ich auch, ich habe mich auch gebildet und habe auch sehr viel Vertrauen zu den anderen Sachen, habe auch mein Blickfeld dementsprechend auf die Schulmedizin gesehen und ich merke immer wieder, dass die Ärzte einfach sich nicht öffnen oder es nicht wissen und einfach nur tun in ihren Hamsterradl, so darf ich das hier sagen. Ja, Herr Dr. Leubner, ich möchte nochmal hinweisen, auch Dr. Leubner wird auf dem Okitalk Medienfestival einen Vortrag halten zum Thema Impfen. Das ist am 25. bis 27. Mai, einmal das dazu, dass die Leute, die Interesse haben, auch vielleicht dann Richtung Wien mal fahren, zum Heidis Zauberpark. Ihr findet schon die ersten Referenten auf dem Event-Button von Okitalk. Ja, hoffe noch, dass die restlichen Referenten mal bald ihre Hausaufgaben machen und doch mal uns die Texte zukommen lassen. Und dann wird das auch nochmal aufgefüllt. Und da freue ich mich natürlich für euch, dass man dann auch schon mal vorab ein Bild machen kann. 2 Stunden sind schon wieder vorbei. Ich möchte nochmal Roman fragen. Roman, wie hast du es heute Abend empfunden, die Sendung? Also für mich selber, sage ich, war wieder viel neue Information da, zumindest auch wertvolle Information für die Menschen, die oft verunsichert werden in der heutigen Zeit. Roman, wie hast du es für dich empfunden?
Hey, oh wow, also eine sehr umfangreiche Sendung wieder, also wirklich sehr glanzvoll, kann ich sagen. Wir haben über das Impfen, was ich immer so zusammenresümiert habe, geht es halt immer noch darum, dass, wenn es um Impfen Geld regiert da, die Macht ist vordergründig, ja. Man merkt auch, dass viele Experimente mit einem gemacht werden durch die Impfung. Wir haben über Afrika gesprochen auch, um so ein bisschen Abschweifer von Winter zu Afrika gekommen. Da denke ich persönlich wiederum an Genozid und dann habe ich das mit dem Chip angesprochen. Da kommt mir auch so Überwachung vor, was da alles reinkommt, was an Angst machen kann, nur weil man über das Impfen spricht. Und das Tolle an dieser Sendung war eben, dass wir uns eher die Angst vertrieben haben, weil der Herr Leubner toll gesagt hat, dass alles, was Angst macht, über die Krankheitsbilder definiert werden sollte. Da hat uns gezeigt, dass die Krankheitsbilder einfach nur immer umbenannt werden. Und mit den Beispielen wissen wir jetzt eigentlich, wie wir diese Wehwehchen, was wir haben, dann anders da behandeln können. Auch, dass wir uns nicht über diese Statistiken solche Ängste machen brauchen, dass das eben doch eher mehr die alten Kranken drinnen sind und die eher hochbauscht werden. Und dadurch haben wir uns mal schon die Angst vor dem Impfen genommen, indem wir uns vor allem die Angst vor diesem Krankheitsbild, der Herr Löbner heute genommen hat. Und das hat mir echt sehr gut gefallen. Und so möchte ich mich bedanken, Herr Leubner, für diese tolle Sendung. Möchte vielleicht nur einen kleinen Tipp geben. Ich durfte Herrn Leubner schon mal eine Stunde lang beim Vortrag filmen, wenn die Menschen vielleicht da bald mal reinschauen wollen, bei unserer Homepage von CryptoTV, und durfte ja auch einen Joe Conrad filmen, wie er sie ja interviewt hat, eine Stunde lang. Das sind zwei tolle Stunden an Filmmaterial, was vielleicht für die Zuseher noch interessant wäre. Und auch bei OkiTalk ist ja schon, glaube ich, einiges in Archiv. Und freue mich jetzt, dass wir jetzt fit durch den Winter kommen, durch Herrn Leubner. Und dann, ja, ich freue mich dann, wenn wir uns dann wieder beim Medienfestival sehen, Herr Leubner. Und verabschiede mich an alle Zuseher und auch die Hibiska und die Lisa Sonnenschein, dass sie sie mit einbracht haben, und die Erdling auch. Danke. Führt euch, gehabt euch wohl. Danke dir, lieber Roman. Ich bedanke mich natürlich auch, besonders an Dr. Johann Leubner, für die heutige Sendung, an die Zuhörer, an unser OkiTalk-Team. Natürlich, Roman, schön, dass du hingewiesen hast auf das Filmmaterial. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen auch da sich erkundigen dürfen, auch alternativ sich mal was anschauen dürfen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Dr. Leubner, Johann Leubner, wie haben Sie sich denn heute gefühlt? Ja, wie immer, wenn man ein Thema begonnen hat, dann kann man davon nicht mehr aufhören. Und ich habe mir wieder mal von der Seele gesprochen, was leider immer wieder ein Arzt aus Leidenschaft immer wieder natürlich braucht, auch einmal da sich Luft zu machen gegen diese primitive Sattheit und Vereinfachung aller dieser Dinge und Panikmache. Dagegen ist es buchstäblich ein Herzensanliegen, den Menschen die Angst zu nehmen und die Diagnosen zu nehmen und sie ganz einfach, dass sie entdecken, dass sie selber auch was tun können und dass nicht jede Krankheit zum Tode führt. Ja, darum hat ja auch der Roman wunderbar das Wortbegriff Wehwehchen, oder hat das auch du gesagt, das gefällt mir sehr gut. Wir müssen nicht gleich zu jeder Krankheit sagen Streptokokkenangina und Meningokokkensepsis und was weiß ich was alles, sondern es reicht so und so oft, reicht der Wehwehchen. Ja. Gut, ich halte sehr viel von früh genug schlafen gehen, auch gerade im Winter. Und darum möchte ich mich auch bei allen bedanken, die sich beteiligt haben, auch schon Klaus, dass er mich wieder eingeladen hat. Und ich wünsche euch weiterhin gesund durch den Winter. Und wenn es einmal nicht so ganz klappt, dann bitte können wir mal ein paar Tage zu Hause bleiben. Und da können wir auch die Zeit nutzen, um auch für uns selber wieder was weiterzubringen. Danke vielmals, guten Abend, alles Gute. Dankeschön, und ich werde im nächsten Jahr Sie nochmal kontaktieren. Vielleicht bringen wir ja noch eine schöne Sendung zum anderen wichtigen Themengebiete von Ihrer Seite aus. Und die Lisa möchte auch noch was sagen. Lisa, bitte. Weil du gerade sagst, vielleicht noch nächstes Jahr nochmal eine Sendung, da wollte ich mal den Herrn Doktor fragen, machen Sie eigentlich auch mal eine Sendung über ADHS? Ich habe da mal irgendwo vorigen Jahr ein Interview gehabt, das er zeitlang im Internet gewesen ist, aber vielleicht finden Sie es irgendwo im Internet. Da war
ging es um ADHS und da habe ich ein Interview über eine Stunde gemacht, ja. Das war, vielleicht finden Sie, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich habe es kurze Zeit auf der Aegis Homepage gehabt, aber jetzt ist es nicht mehr dort. Aber vielleicht finden Sie es selber heraus. Aber wenn ich eingeladen werde, zum Beispiel, dann könnte ich ja drüber sprechen, ja. Gut. Ja, ja. Also, ich würde sogar sagen, und das befürworten, ADHS ist ein ganz wichtiges Thema und da gibt es viele Aussagen zu, die wir heute Abend nicht beleuchten. Vielleicht ist es das nächste Thema, Herr Dr. Leutner, wir werden uns dann kontaktieren. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall schon mal vorab ein frohes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch und danke für die Zeit in diesem Jahr, die Sie hier auf OkiTalk für Aufklärung gemacht haben. Dankeschön dafür. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir machen den letzten Musiksong herein und da habe ich auf dem Plattenteller Phil Collins In the Air Tonight und sage ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ihr seid jetzt im OkiTalk-Archiv und ihr dürft gerne diesen Link gerne weiterverteilen und darüber berichten, dass es doch ein Archiv gibt, wo die Menschen sich auch erkundigen können zu den Themen von A bis Z. Bis dahin einen schönen Abend und nochmals ein Danke, bis bald. Und jetzt Musik. Ab und jetzt geht der Player los. Willkommen in the Air Tonight. Radio Okitalk, Radio Okitalk, von Mensch zu Mensch.